Ladies and gentlemen, it's showtime. Gynecos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gynecos. Freunde, sehr gute Nachrichten. Wir reduzieren die Whey- und Kreatinpreise und zwar drastisch, kurz und bündig. Für uns sind die Konditionen besser geworden. Wir geben das an euch weiter. Das Ganze heißt im Umkehrschluss Verum Whey Konzentrat für 25 Euro pro Kilo, Crea Basic für 15 Euro pro 500 Gramm. 10% on top für euch mit dem Code Podcast. Gynecos-shop.com ist die Adresse. Gönnt euch reichlich und ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Episode. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Gynecos Podcasts. Heute mit einem Recap zur Arnold Classic South America. Früher mal Arnold Classic Brazil. Und zusätzlich dazu beantwortet Martina auch noch ein paar eure Zuschauerfragen. 6 Stück habe ich rausgesucht, um die Folge gebührend auf eine vernünftige Länge zu bringen. Aber Martina, erstmal vielen Dank für deine Zeit am frühen Montagmorgen und herzlich willkommen zurück im Gynecos Podcast. Wie immer ist mir eine Freude, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auf die Folge. So früh habe ich zwar noch nie einen Podcast aufgenommen, aber was macht man nicht alles für die Community da draußen? Mein Gesicht ist noch angeschwollen, so früh ist es für mich. Ich habe auch ein bisschen Sorge gehabt. Ich habe auch noch so Heuschnupfen, dass meine Augen noch gar nicht auf sind. Aber ich bin extra noch früher aufgestanden als sonst, damit das Gesicht eine Chance zum Abschwellen hatte. Ja, Hater würden jetzt sagen, bei mir liegt es an den Zimtschnecken von gestern. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Habe ich mich natürlich zurückgehalten und nur 10 gegessen, statt wie sonst immer 20. Aber ja, ich glaube, das hat mein Gesicht auf jeden Fall auch nicht ganz so gut verarbeitet. Aber Heuschnupfen ist ein gutes Thema, das stimmt eigentlich. Das nehmen wir, glaube ich, nachher noch spontan in die Zuschauerfragen mit rein, weil da geht es ja gerade wieder bei den allermeisten los da draußen. Kannst du da spontan was dazu sagen nachher? Sonst kannst du jetzt schon mal so, während wir reden, drüber nachdenken. Da kommen meine Gehirne durcheinander. Ich sage nachher spontan irgendwas. Es gibt Menschen, die haben nicht mal ein Gehirn, würde ich behaupten. Du hast mehrere, das ist auf jeden Fall gut. Ich habe es ja schon mal gesagt, die kooperieren nicht immer. Ja, das gucken wir jetzt, wie wir das hinbekommen. Ich würde sagen, wir legen los mit der Arnold Classic South America, packen die Zuschauerfragen nach hinten, vielleicht der Vollständigkeit halber. Gewonnen hat den Wettkampf, der übrigens in Sao Paulo, also in Brasilien, wie gesagt, stattfand. Einer der Lokalmatadoren, in dem Fall Rafael Brandão, gefolgt von Tonio Burton, Goodvito und William Martins. Ja, wie groß war die Verärgerung, dass nach dem guten Streaming-Angebot bei den anderen beiden Arnolds das jetzt nur so bescheiden übertragen wurde bei dir? Das war schon ärgerlich, vor allen Dingen, weil man ewig suchen musste. Es war ja nicht mein Link angegeben. Ich habe mich ja zu Tode gesucht, bis ich dann endlich 2 Stück hatte. Einer in Portugiesisch mit einer guten Qualität und einer mit einem englischen Kommentar, aber einer nicht guten Qualität. Und dann habe ich die parallel laufen lassen, damit ich den Ton und das gute Bild hatte. Ja, also ich habe es am Samstagabend dann angemacht und bin eingeschlafen, weil irgendwie immer wieder der Ton ausgesetzt hat. Und wenn halt so gar nichts da ist, Bild war da und dann wurde ich nicht gleichzeitig von irgendjemandem bekommentiert sozusagen. Das war ganz, ganz schlecht. Und zum Glück war es noch online, weil ich habe es gestern Abend dann real life nochmal angeguckt in Toasterqualität. Aber es gibt ja auch parallel irgendwie HD-Video und Bildmaterial, auf das man sich hoffentlich mehr verlassen kann. Was sagst du ganz allgemein zum Wettkampf und zu den Ergebnissen? Erwartungsgemäß. Und zum Wettkampf, also es hat sich leicht angefühlt wie eine Brazilian Regional Show. Die Top-Leute waren gut und danach war eine Lücke. Es war wirklich so. Also Top 3 war gut und danach, obwohl ich eigentlich davon ausgegangen war, anhand der Bilder, dass dieser William Martins eventuell da noch reinschlagen könnte irgendwo vorne. Das war leider nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hat wirklich auch wieder Instagram getäuscht oder das, was vorher von ihm gepostet wurde, im Vergleich zu dem, wie er tatsächlich aussah. Ja. Also ich hätte noch... Er hat auf jeden Fall gearbeitet jetzt in der Offseason, aber vor allem auch an seinem Bauch.
Ja, brutal. Hat also auf jeden Fall besser hinbekommen in Sachen, ja, auch Geblähtheit. Sah ja, aus wie so ein alter Männerbauch. Ja, also das war wirklich nicht schön. Und da hätte man auch vertreten können, dass der hinter ihm war, ihn von dem Platz verdrängt. Der war ja nicht ganz so in Bestform, aber der hatte wenigstens schöne Muskelformen und so. Das hätte ich mir durchaus auch vorstellen können, aber naja. Qualität war nicht hoch, kann man, glaube ich, festhalten. So nach 3. Nein. Nach 4. Nein. Da war jetzt nichts, wir wollen ja die Leute nie schlecht reden, aber da war jetzt nichts, wo man sagen würde, wow, die hätte man unbedingt gesehen haben müssen, wenn man jetzt nicht persönlich mit denen irgendwie verknüpft ist. Ja, also man hat ja oftmals so ein Dark Horse, wo man sagt, boah, wo kommt der denn her? Den hat ja niemand auf dem Schirm gehabt. Aber das war jetzt diesmal nicht so. Da konntest du wirklich eigentlich, und wie du sagst, das ist jetzt nicht schlecht reden von den Athleten, aber nach 4, 5 hättest du ausmachen können. Ja. Also als der Vergleich rum war, die anderen beiden, also die anderen Vergleiche waren jetzt eher so, ja, guckt mal halt hin, vielleicht gibt es noch eine Überraschung, aber es gab halt keine. Wie hat sich Gudvito bei seinem Profidebüt geschlagen, deiner Meinung nach? Sehr gut. Muss ich sagen, sehr gut. Also wir haben ja lange drauf gewartet und er hat es ja auch spannend gemacht. Erst mit seiner OP und dann noch mit dem, war der nicht runtergesprungen von der Bühne damals oder wie, wo er sich beim Gastauftritt verletzt hat. Und Visa-Probleme gab es doch auch mal irgendwas. Jetzt ist er ja eingemeindet in Brasilien. Also ja, der hat schon spektakulär ausgesehen. Also für ein Pro-Debüt muss man sagen, wirklich Hut ab. Und ich hätte auch verstanden, wenn jemand sagen würde, ach der, also bei den Top 3, da hätte man auch mal so ein bisschen durchwechseln können. Also ich fand jetzt nicht, dass man es klar sagen kann, Platz 1, Platz 2 und dann Platz 3 war dann im Ergebnis, haben wir ja auf den Scorecards gesehen, klar der Platz 3. Er hat noch sicherlich Schwächen, aber er hat schon spektakulär ausgesehen mit den Beinen da unten, die waren hart, die waren in Form, die waren voluminös, der Arsch war voluminös. Oben hat er zwar die Weite, also die Knochenstruktur ist weit, aber da fehlt dann halt noch im Vergleich zu unten, dass es noch ein bisschen bubbeliger ausgefüllt wird. Da ist halt noch ein bisschen, Brust ist halt ein bisschen wenig. Und von hinten, die Rückenbreite ist da, da macht man wow, aber wenn man genau hinguckt, da fehlt es dann in der Tiefe schon noch ganz schön an Muskeln. Mhm. Also. Ich habe Notizen tatsächlich. Also ich habe zu den Top 3 habe ich gestern Abend mal noch überlegt, was gefällt mir nicht. Okay. Bei Gudvito habe ich ganz oben stehen, schlechte Farbe. Ja, ja, das war. Also ich sage ja immer, man kann gerne auch mal zu hell sein, weil auch wenn das jetzt fürs Volk nicht so schön aussieht und für die Fotos auch nicht so schön, aber wenn man zu hell ist, dann kann man oft gut die Muskelstrukturen sehen. Aber was beim Gudvito war, der war ja an manchen Stellen wie eingerußt. Also da hat die Farbe überhaupt nicht mit der Haut harmoniert, wahrscheinlich auch die Haut nicht richtig vorbereitet. Und dann hat er so wirklich hier so unter den Armen und in manchen Partien hier hat er ausgesehen, als ob er mit Ofenruß beschmiert worden wäre. Das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass er einen tollen Look hatte. Und dann hätte man noch ein bisschen mehr Öl gebraucht. Öl hat gefehlt, also Glanz. Kann ja auch andere Sachen benutzen, auch beim Tonio. Und das hat bei den Lichtverhältnissen, die wir jetzt da hatten, schon einen optischen Rückschlag dann gegeben. Relativ flach, habe ich noch aufgeschrieben. Ja. Hat man schon gesehen, er hat nicht so diesen Pop gehabt. Genau. Wahrscheinlich hat er dann auch zu spät noch gegessen, weil er macht ja sonst immer die Doppelbizeppose mit Vakuum. Das war in der Vorwahl nicht oder nicht ständig möglich. Ist ja für ein Schwergewichtler, auch für so einen schweren Athleten nicht erforderlich, aber er profitiert halt extrem davon, weil er keine so tiefen Bauchmuskeln hat. Und wenn er dann dieses leichte Vakuum zieht, dann kriegt er halt noch mal mehr so eine schöne V-Form. Und das war nicht möglich. Und zum Finale hin vielleicht ein bisschen voller, aber irgendwie nicht ganz auf den Punkt. Aber dafür hat er natürlich eine schöne, gefiederte Struktur auf den Beinen gehabt und so, was mir ja besonders gut gefällt. Weiß ich auch nicht, ob er es geschafft hätte, oben das voll zu kriegen, ohne unten zu verlieren. Weiß man ja nicht, kennt man ja die Athleten nicht. Also.
Sonst habe ich nur notiert, Masse fehlt, vor allem Rückendichte. Hart in Glutes und Hams habe ich geschrieben. Mhm. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Und insgesamt halt, würde ich sagen, Präsentation noch ausbaufähig. Also es ist halt bei den Profis was anderes als bei den Amateuren. Das siehst du ganz, ganz oft bei frischen Profis. Ja, das siehst du. Also du hast nicht viel Spiel bei der Präsentation. Und einzelne Posen waren halt anders, als man die erwarten würde in diesem Feld. Und das macht sich natürlich auch negativ bemerkbar. Also ich finde es sowieso, da muss ich jetzt echt mal sagen, ich bin da Ausführungsfetischist. Das sage ich immer wieder. Ich dulde ja keine Abweichungen von diesen Posen. Wirklich, also das stößt mir so richtig hart auf, wenn man da bei der Bühnenpräsentation solche Fehler macht. Bei einem Neuprofi ist alles vertretbar. Aber wenn du schon ein paar Mal auf der Bühne gestanden hattest, dann solltest du, es gibt ja auch Feedbacks inzwischen vom Tyler, wie man zu stehen hat, worauf man gucken soll, wie eine Trizepspose auszusehen hat und so weiter. Da sollte man vielleicht auch mal drauf hören und nicht da Freestyle machen. Es ist kein Freestyle-Sport. Insgesamt habe ich aber aufgeschrieben, ein sehr starkes Profidebüt. Also da hast du schon unfassbar viel schlechtere Athleten gesehen. Das war schon beeindruckend fürs erste Mal, ja. Auf jeden Fall. Also hat er sich gut präsentiert, also gut dargestellt, sage ich mal. Präsentiert wäre ja mit guten Posen. Also gut auf jeden Fall dargestellt und hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen und hat auch nicht enttäuscht. Das kann man jetzt echt so sagen. Da, und ich meine, den dritten Platz, klar, es war jetzt nichts, wo er noch hätte kämpfen können um den dritten Platz. Also es war niemand da, der ihm den hätte streitig machen können, aber trotzdem war der verdient. Also er hat schon mit den Vorderen eher mitgekämpft als mit einem fiktiven anderen Dritten. Mhm. Hast du eine Meinung zu Tonio Burton? Achter, meine ich, bei Mr. Olympia, noch amtierender New York Pro Champion? Ja. Ja, also beim Tonio Burton, da sagen ja immer alle, er hat so eine tolle Linie, würde ich nicht ganz unterschreiben, obwohl er, die Pose, die mich am meisten stört, ist ja die Front-Lat-Spread. Wenn da der Bauch rauskommt, ich habe es ja mal geschickt, wie so eine Sandmuschel, also so eine Sandkastenmuschel, das packe ich ja gar nicht, aber ja, genau, das hat er jetzt doch tatsächlich ein bisschen verbessert gehabt. Mhm, ja. Dafür war er aber schon ein bisschen, fand ich, weniger, also er hat im Ganzen weniger ausgesehen. Vor allem an den Beinen. Ich erinnere mich an die Pressekonferenz, die da war. Da hat er ausgepackt und da dachte ich, boah, ein Sweep, war alles da irgendwie in der Perspektive. Und jetzt beim Wettkampf, der hat die schlechtesten Beine gehabt von den Top 3. Auch von den Top 4 eigentlich. Ja, und die Beine waren ja, ich meine, wenn man dann sagen würde, okay, also bei dem Sweep haben sie auf jeden Fall verloren. Im Gegensatz zu vor dem Wettkampf. Und wenn man dann noch sagt, okay, vielleicht sind sie dann ja wenigstens schöner geteilt. Waren sie aber auch nicht. Ich fand, das war gut, aber es war jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh, gut, bisschen Volumen verloren gegangen, aber dafür so eine richtig schöne, feine Fiederung, das haben wir jetzt da nicht gehabt. Was passiert da von Donnerstag bis Samstag? Weil offensichtlich, zumindest laut Videomaterial, waren die ja am Donnerstag noch sehr gut. Jetzt hast du gesagt, der Bauch ist verbessert. Kann man da irgendwie Rückschlüsse drauf ziehen, dass er nicht genug gegessen hat und deswegen der Bauch irgendwie besser war und dafür aber die Beine leiden konnten, mussten? Möglich wäre das bei solchen Sachen, wenn das Volumen rausgeht oder dass die Härte sich maßgeblich verbessert, bin ich immer der Meinung, dass da vielleicht irgendwas mit dem Wassersalzhaushalt falsch gelaufen ist. Diuretika oder einfach zu wenig getrunken, zu viel Salz weggelassen oder also zu wenig Salz gegessen, solche Geschichten, die machen dann eben, dass das Volumen weggeht, ohne dass eine zusätzliche Härte zum Vorschein kommt. Wäre so eine Theorie. Fliegt halt bei ihm offensichtlich als erstes an den Beinen weg, weil der Oberkörper, der ist schon stark. Also da hat er so echt einen 3D-Effekt, vor allem im Rücken. Das ist schon ganz, ganz gutes Niveau, muss man sagen. Ja, da hat er auch wirklich, also in der Rückenansicht würde ich sagen, hat er die im Gesamtpaket alle geschlagen. Ja. Also da war ich wirklich beeindruckt. Das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Wenn du da jetzt noch die Beine wirklich so hinbekommst, dass er einen Sweep hat, dann wird er auch gefährlich, würde ich sagen. Oh ja,
Oh ja. Ich meine, was ich, erinnert mich so ein bisschen an Brion jetzt, nicht ganz so das Extrem, aber diese super Back Double Biceps und dann von vorne so ein bisschen Beine verloren. Das kann man aber ausgleichen. Sie waren ja da. Beim Brion sind sie ja altersbedingt verschwunden. Aber er hat sie ja gehabt, wir haben es ja gesehen. Das ist, glaube ich, nur der Feinschliff, der da vielleicht noch mal ein bisschen optimiert werden muss. Mhm. Was ich halt auch leider bemängeln muss, ich bin selber ja Tattoo-Fan, aber eben nicht im Bodybuilding. Und die Anordnung seiner Muster auf der Brust, die widerstrebt mir so brutal, dass ich es kaum beschreiben kann, weil man erwartet ja auf der Brust Querstreifen. Möglichst von der Mitte, eine schön aufgefüllte Brust, Querstreifen möglichst bis zum Rand. Das wäre mein Optimum. Und jetzt hat er da die Linien, die gehen ja so runter, also in die entgegengesetzte Richtung. Und wenn man als Kampfrichter sich so den ersten Eindruck verschafft und man guckt so übers Feld drüber, dann irritiert mich das. Es irritiert mich einfach. Es hat nichts damit zu tun, dass man nicht tätowiert sein darf, aber die stören das Bild. Hat er nicht viel nachgedacht auf jeden Fall. Hätte er da vielleicht die Querstreifen benutzt als Tattoo-Muster, dann hätte er es ja vielleicht sogar einen positiven Effekt. Ja. Aber ist schon schwierig. Ja, ist schon schwierig. Also ich glaube, Bodybuilder, die wirklich so eine Karriere anstreben, die sollten die Tattoos vielleicht auf nach die Karriere legen. Aber das weiß man ja manchmal vorher auch nicht, wie weit man es dann irgendwann mal schafft. Wer weiß, wie lange er die schon hat. Ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht hat er die schon in frühester Jugend machen lassen. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Vielleicht ist der irgendwie aus dem Ghetto oder so. aus der Bronx. Ja, vielleicht bedeuten die ja irgendwas, logisch. Aber wie gesagt, es geht mir ja gar nicht um die Art vom Tattoo. Es geht mir einfach als Kampfrichter, ich gucke drüber und dann denke ich mir, upsala. Und dann bleibe ich beim Raphael hängen. Gutes Stichwort. Was sagst du zu Rafa? Ja. Hat mir gut gefallen. Ich glaube, die Schönheit nimmt ihm keiner mehr weg. Na. Also wenn er da nicht irgendwas grundlegend schief macht in seiner Zukunft, wird das einer der schönsten Athleten, die wir haben, bleiben. Hinten, war so ein bisschen buttrig. Also unterer Rücken. Ist gut. Also da war auch schon arg weit entfernt von den anderen beiden. Ja. Das ist im Verlauf vom Wettkampf beim Posing ein kleines bisschen besser geworden, aber der Abstand. Also unterer Rücken, Popo und beim Bizep, da ist er klar abgefallen. Ja. Also das steht bei mir ganz oben. Glutes und Hams weich. Ja. Aber im Finale besser, fand ich. Also ich glaube, im Finale hat er ein bisschen was retten oder kaschieren können. Was passiert da innerhalb von, was haben wir jetzt, 4 Wochen, 5 Wochen von Arnold Classic Ohio, wo er ja eigentlich gut war, kann man sagen. Da hat es irgendwie auf den Punkt getroffen, mehr oder weniger. Und jetzt würde ich eigentlich erwarten, zumindest das Paket bestätigt zu sehen. Hat er irgendwie nicht geschafft. Da kann es ja viele Gründe für geben. Also ein ganz banaler wäre, dass wenn man das Highlight überstanden hat, dass dann die Motivation ein bisschen sinkt und sich ein paar Dinge einschleichen. Dann ist natürlich eine Form, dauerhaft auf diesem hohen Niveau zu konservieren und immer wieder auf den Punkt zu bringen, ist natürlich auch nicht einfach. Besonders man muss ja klar sagen, dass da hinten es ist nicht nur Wasser, da hinten das ist auch Fett. Also da ist einfach die Diät noch nicht fertig. Und da ist halt immer besonders schwierig, wenn du da kleine Fehler machst, dann sieht man das halt auch sofort. Oder kleine andere Dinge machst. Vielleicht haben sie auch einfach versucht, den Wettkampf zu benutzen, um eine andere Strategie auszuprobieren. Weil zum Beispiel die Brust, die war ja schon extrem voll. In der seitlichen Brust, da ist er ja richtig rausgestochen, fand ich. Und auch so im Ruhigstehen, Line-Up-Stehen, er war ja der Einzige mit so einer richtig schönen, fetten, vollen Brust. Und das ist dann vielleicht auf Kosten von den Problemzonenstellen gegangen. Mhm. Also würde auf jeden Fall auch die These unterstützen, dass er eventuell ein bisschen geschlampt hat, was die Vorbereitung angeht, weil er war auch super schnell aus der Puste, würde für mich für 2 Sachen sprechen. Entweder er war krank zwischendurch oder er hat es nicht so ernst genommen wie vor der Arnold Classic Ohio. Ja, was auch noch dazu kommt, wenn du merkst, also da ist halt noch Wasser im Fettgewebe, keine Ahnung, und du musst noch ein bisschen anziehen, also das Ganze soll tighter werden. Sagen sie dir dann, ja, du musst tighter werden.
Und dann ist aber die Zeit rum, um da noch tatsächlich was an der Körperfettverteilung zu machen. Dann wird das ja oft versucht, über Diuretika zu machen oder Wassertricks. Und gerade bei Diuretika hast du das Problem, dass du ganz oft kurzatmig wirst. Da geht dir die Luft aus. Also das kann richtig übel werden. Und das kann natürlich auch eine Ursache sein, dass du einfach dann so kurzatmig bist. Also es war auf jeden Fall sichtbar im Vergleich zu den anderen beiden. Also da hätte er jetzt nicht nochmal irgendwie eine dritte oder vierte Runde bekommen dürfen, weil sonst wäre er wahrscheinlich durchgereicht worden, wenn er Pech gehabt hätte. So ein richtiges Last Man Standing, wie wir schon gesehen haben. Wir machen nochmal die Posen alle durch, wo dann zum Beispiel der Samson ein bisschen an Wasser verloren hat. Das wäre für ihn wahrscheinlich eine Katastrophe geworden. Aber man hat gesehen, beste Farbe, bestes Öl, also bester Glanz. Da war wirklich alles on point. Der sah im Prejudging und im Finale gut aus. Der musste nicht erst lernen vom Prejudging, was ist falsch gelaufen. Der hat es schon perfekt gemacht. Ja, also bei diesen Pro-Wettkämpfen, da sind ja hinter der Bühne immer dieses Personal vom Tanning. Die machen das ja. Meistens darf ja gar kein Angehöriger mit da hinten und so. Ich habe gesagt, das sind wahrscheinlich alles die Fans von ihm gewesen und die haben sich, statt auf alle anderen zu verteilen, haben sie sich alle auf ihn gestürzt und wollten alle bei ihm nochmal ein bisschen Öl machen und so und schauen, dass gut aussieht und deswegen ist bei ihm perfekt und bei den anderen. Verschwörungstheorie. Ja, besonders gut gemeint auf jeden Fall. Ja, aber da kommen wir eigentlich gleich dazu, weil das kannst du mir vielleicht mal aus Sicht einer Kampfrichterin erklären. Also du hast ja Judging-Kompetenz. Warum wurden im Finale jetzt ganz am Schluss diese Zweiervergleiche gemacht? Also ich habe diesen Livestream geschaut, wo der, es war glaube ich ein Halbschwarzer oben rechts, da kommentiert hatte. Ja, genau. Und der sagte, it's over, Rafa has it. Weil die dann nur noch die beiden verglichen hatten, also noch Gudvito und Tonio Burton, so nach dem Motto, ja, der Rafa, der ist outstanding Nummer 1, der kann hinten stehen bleiben. Und dann kamen sie nochmal mit Zweier vergleichen. Warum macht man das? Ja, also rein für das Werten kann das keine Rolle gespielt haben. Ich meine, wenn sie jetzt den ersten hätte hinten stehen lassen und nur noch 2 und 3, das hätte eine Bedeutung. Aber wenn dann der erste nochmal mit dem dritten verglichen wird in einem Zweiervergleich, also so gut sind die Kampfrichter, dass sie in einem Dreiervergleich sehen können, wer ist da 1, 2 und 3. Da brauche ich nicht den ersten und den ersten raus, zweiten und dritten und ersten, da, keine Ahnung, vielleicht war der Wettkampf schon so schnell rum, sowas wäre eine Möglichkeit, ich muss noch ein bisschen Zeit schinden, ich mache das fürs Publikum, aber da gibt es ja die andere Theorie, dass man jemanden atmen lassen wollte. Ja. Da reden wir dann schon wieder von Politik. Ja. Schon, oder von Mitleid. Also, ja, weiß ich nicht, ob man dann in Brasilien bei einem Brasilianer von Mitleid redet. Nein. Da versucht man es ihm natürlich schon schön zu machen irgendwie. Also da hat er definitiv so 2-3 Minuten gehabt, in denen er nochmal durchatmen konnte. Ja, hat er. Hätte er auch, aber auch gehabt, muss man fairerweise sagen, wenn sie gesagt hätten, wir vergleichen jetzt 2 und 3, hätte er auch hinten stehen bleiben können. Ja, aber was man ja hätte machen können, so wie es aussah, sagst du ja auch, so ein Gudvito, klar, laut Scorecard ist er eigentlich ein klarer dritter Platz, aber er war schon sehr nahe an den beiden vorne dran, an 4 war er überhaupt nicht irgendwie, das ist völlig auszuschließen. Du hättest ja auch sagen können, wir mischen jetzt die 3 durch und machen Last Man Standing. So wäre es eigentlich, so wäre es auch eigentlich fair gewesen. Es hätte auch gut getan, wenn der Gudvito halt noch mal damit hätte mischen können. Er hat ja mitgemischt. Also ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, komm, der ist klar Dritter, den lassen wir jetzt hinten stehen. Oder der Raphael ist klar Erster, den lassen wir hinten stehen. Sondern sie haben ja Ersten und Dritten auch noch mal miteinander verglichen. Was soll das dann gewesen sein? Dann hätte man es in einem Vergleich abwickeln können. Abwickeln können. Ja. Wir werfen noch einen Blick auf die Scorecards. Also wir sehen Raphael Brandão Erster, aber nicht einstimmig. Also nach Abzug der Streichstimmen hat er statt einer 5 eine 6 bekommen. Das heißt, nach Abzug der Streichstimmen gab es zumindest einen Kampfrichter immer noch, der ihn auf 2 sah. Ja. Ja, mit Recht. Also kann man vertreten. Ich meine, wenn du die Rückenansicht auch hart mitbewertest, dann hat der die Rückenansicht auf jeden Fall gewonnen, der Tonio. Ja. Und so ist es auch. Also Tonio hat 9, beziehungsweise insgesamt 18. Bedeutet, einer hat ihn auf 1 gesehen. Genau.
Das ist auf jeden Fall keinerlei Unding oder Schiebung. Das ist ganz normal, verschiedene Ansichten davon, wie ein Athlet auszusehen hat. Mhm. Nur bei Gut Vito ist es halt so, ist eine 15, heißt ja. 30 insgesamt. Ja. Da war jetzt nicht mehr so viel anhand der Judges-Meinung, dass er noch vorne hätte reinschlagen, reindringen können. Muss man fairerweise auch sagen, dazu ist es ja noch zu ausgewogen und auch noch zu unsicher in der Präsentation, als dass er mit den beiden da hätte tatsächlich wirklich um Platz 1 oder 2 kämpfen können. Mhm. Kann man jetzt anhand der Scorecard sagen, wie viele Judges dort waren? Also kann es eigentlich nicht, oder ob das jetzt 9 oder 11 waren, kann man nicht mit Sicherheit. Nee, weil alles drüber wird ja weggestrichen. Das ist immer schwierig dann, ja. Wäre das interessant, das zu wissen? Also hast du dann noch irgendwie so ein bisschen mehr Informationen, wenn du wüsstest, ob es 9 oder 11 waren? Also einfach, dass das Ergebnis noch klarer ist? Ja, je mehr Kampfrichter es sind, desto mehr müssen ja bei den Streichergebnissen dabei gewesen sein. Also man kann sich das ja einfach mal aufmalen mit ersten und zweiten Plätzen. Da müssen ja dann noch mehr erste Plätze für den Tonio übrig geblieben sein. Weil wenn er nur einen gehabt hätte, wäre der weggestrichen worden. Wenn er zwei gehabt hätte, wären die auch weggestrichen worden, umso mehr Kampfrichter es waren. Wenn er drei gehabt hätte, wären die auch noch weggestrichen worden. Also je mehr Kampfrichter, wenn einer stehen bleibt, umso mehr ausgewogen war das in der Wertung. Mhm. Wäre das keine coole Information auf den Scorecards, das noch dazu zu schreiben? So und so viele Judges haben gewertet? Ja, könnte man. Macht man das irgendwo? Also macht man das beispielsweise jetzt hier im Konkurrenzverband? Da bist du ja ein bisschen mehr drin. Ja. Also da ist es klar, bei diesen großen Wettkämpfen sind immer 9 Kampfrichter plus einer, sage ich mal, das ist der Alternativ, falls jemand tot umfällt, das darf man jetzt sagen, falls jemand mal aufs Klo muss und es nicht mehr aushalten kann oder sonst irgendwas damit. Oder wenn einer, also wir haben auch schon gehabt, dass tatsächlich jemand mit arabischen Ziffern dahin geschrieben hat, also mit diesen, die wir ja nicht erkennen können. Und beim Einsammeln konntest du nicht auswerten, weil du nicht gewusst hast, was der Platz und was die Platzierung sein soll. Und da wird dann auch der Alternativkampfrichter genommen. Also aber es sind 9. Auf jeden Fall fände ich gut, wenn das da stehen würde, weil es würde mir auch den Hinweis geben, okay, da wurde noch mehr weggestrichen, dann gab es noch mehr, die den Tonio weiter vorne gesehen haben und umso enger wird es ja dann im Endeffekt. Ja. Wir haben jetzt von einem nicht ganz so guten Teilnehmerfeld gesprochen. Das wäre ja so nicht gewesen. Also es steht hier beispielsweise noch ein John De La Rosa auf der Scorecard drauf, der mit NS markiert wurde, was wahrscheinlich für Not Started steht, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Und der wäre auf jeden Fall eine Option gewesen. Auch der Carlos Thomas Jr. wäre eigentlich dort gestartet. Wie hätten sich die beiden jetzt mal rein hypothetisch dort platzieren können, wenn du das mal so wirklich so mutmaßlich betrachtest? Der John De La Rosa, der hat ja gerade ein ziemlich, also der Hype ist immer blöd, aber der ist ja im Moment ziemlich im Trend, sagen wir mal so. Der hätte auf jeden Fall dem Gut Vito gefährlich werden können. Auf jeden Fall. Weiter vorne nicht? Aber das hätte man sehen müssen. Ich glaube, da wären wir wieder zu dem Punkt gekommen, dass sowohl der Raphael als auch der Tonio ja beide wirklich eine schöne Linie haben. Also der Shape, der ist schon wirklich bei beiden gut. Wenn ich jetzt mal das außen vor lasse mit der einen Pose, die mir da nicht gefällt. Aber generell gelten die beiden schon als wirklich, auch der Tonio, als Athlet mit einer wirklich schönen Linie. Und dann würden die beiden besser zusammen matchen. Und dann würde halt der Gut Vito besser mit dem John matchen. Das wäre so mein Eindruck. Ist ja eine Spekulation, aber das wäre so von der Form, die man zuletzt von ihm gesehen hat, wenn er die Form wieder gebracht hätte in diesem Feld, würde ich sagen, er hätte Platz 3. Wäre da eine Option. Carlos Thomas Jr. kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, oder? Weil John De La Rosa war halt einfach jetzt erst auf der Bühne, da hat man noch so ein Bild präsent, wie das aussehen könnte, aber bei dem ist ja wirklich so komplett Rätselraten. Ja, das ist schwierig. Würde ich mir nicht zutrauen. Das ist zu fiktiv. Warum hat ein Marcelo De Angelis nicht teilgenommen, also der Horse MD? Der war ja in Ohio noch nicht wirklich fertig, hätte jetzt eigentlich in 4-5 Wochen fertig werden können,
wollte aber offenbar in seinem Heimatland nicht starten. Ja, ich nehmen wir mal, ich wäre sein Coach, hätte ich zu ihm gesagt, wir gehen in die Offseason und gucken, dass wir die Schwächen draufpacken. Und dann hätte man halt überlegen müssen, wie wichtig ist der Start im Heimatland für einen Sponsor, für keine Ahnung was, für dein Social Media, für solche Sachen. Aber für, rein sportlich hätte ich es auch so gesehen. Der war ja nicht fertig und nicht massiv genug. Das heißt, er hätte ja noch Federn gelassen. Das hätte ich jetzt meinem Athleten so nicht empfohlen. Es sei denn, es spielen andere Gründe eine Rolle, die heute ja durchaus auch wichtiger sein können als sportliche Aspekte. Wie gesagt, Sponsor, Social Media oder keine Ahnung, die einen ja auch nach vorne bringen. Also sagst du quasi im Endeffekt, er war nicht fertig, aber selbst wenn man jetzt angenommen hätte, er wäre fertig geworden zu Columbus, wäre es nicht so konkurrenzfähig gewesen, als dass es noch Sinn gemacht hätte, sich für Brasilien vorzubereiten. Ja, von dem Bild ausgehend, was man in Columbus gesehen hat, nicht, noch nicht in Form und dann davon ausgeht, dass wenn er die Form bringen will, dass er ja dann auch nochmal federn lässt, dass man das wahrscheinlich, ja, dann hätte er da mitgemacht, sicherlich, hätte die Fans begeistert, aber für eine richtig gute Platzierung glaube ich nicht. Also in dem Feld jetzt hätte er den vierten vielleicht noch wegmachen können, vielleicht. Jetzt habe ich ja irgendwie so einen Nick Walker ganz dunkel auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwo kommuniziert wurde oder ob ich mir das ausgedacht habe, aber wenn jetzt ein Nick Walker gesagt hätte, ich mache dort mit, wäre das eine sichere Kiste für ihn gewesen? Ach. Ich muss ganz ehrlich sagen, also um das mal so vorwegzuschieben, was ich gesehen habe jetzt an neuen Bildern, ich tue mich da sehr schwer, wirklich so diese bahnbrechenden Verbesserungen zu sehen. Wenn du Nick Walker auf den ersten Platz tun möchtest, dann musst du wirklich, also Hardcore-Meinung, auf eine Freakshow stehen. Da ist der Unterkörper passt nicht zum Oberkörper, der Oberkörper ist zu lang. Also ich meckere auf ganz hohem Niveau, jetzt bitte. Aber er ist brutal, aber du musst halt auf die Freaks stehen. Und da musst du halt auch im Line-Up lauter solche Freaks haben. Oder du musst dann wieder sagen, ich entweder Freak oder schön. Und dann ist Geschmackssache. Und dann steht man das natürlich den Leuten zu, die sagen, wow, es ist Hardcore-Bodybuilding. Wir sind hier im Profi-Bodybuilding-Bereich. Da muss man aussehen wie ein Freak. Der gewinnt bei mir. Das ist völlig legitim. Ja, also ich finde, eigentlich kann der gegen Rafael Brandão nicht gewinnen, ehrlich gesagt. Er hat natürlich seine Stärken, hat aber auch ganz klar seine Schwächen. Und wenn ich mir das jetzt angucke, was ich so in der Vorbereitung sehe, man redet dann immer von, ja, Nick Walker 2.0, 3.0, weiß ich nicht so wirklich. Also da hat sich für mich nicht ganz so viel getan, wie man da eventuell dann auch mal als Nick Walker selbst in die Öffentlichkeit kommuniziert. Ja, ist so. Aber da kann sich ja auch nicht mehr so viel tun. Also wenn du jetzt die Beine anguckst, was willst du jetzt machen? Da ist es halt irgendwie genetisch dann auch irgendwann limitiert. Und jetzt kannst du irgendwie den Adduktor noch immer weiter raufprügeln. Mhm. Aber passiert halt, glaube ich, so nicht mehr viel am Unterkörper. Er ist ja hart, ist klar. Ja, genau. Und der andere war Puttrick. Deswegen, also wenn der Rafael einen sicheren Sieg mitnehmen möchte, müsste er A, noch was draufpacken und B, müsste er die Rückseite auch richtig in Form bringen. Weil so kann man immer sagen, gibt es immer Argumente auf jeden Fall, dass man sagen könnte, klar gewinnt das der Nick, wenn die zwei nebeneinander stehen. Ja, ich denke auch, wenn er so hart gekommen wäre, hätte er es gewonnen. Einfach auch aufgrund des Namens und der Aufmerksamkeit, die man ihm zugesteht, sobald er auf die Bühne kommt. Also Rafa in der Form jetzt, da war er einfach nicht hart genug von hinten. Das ist ja das Problem. Und es war aber niemand da, der es ihm streitig gemacht hat. Genau. Ja. Ja, so ist. Kann ein Rafael Brandão von der Anlage mal Mr. Olympia werden? Also, der hat ja jetzt schon, seit der wieder aufgetaucht ist, jede Menge an Masse draufgepackt. Dabei ist von der Linie nichts verrutscht. Das wäre jetzt erstmal ein gutes Anzeichen.
Aber kann der das nochmal wiederholen in diesem gleichen Maße? Weil es fehlt ja, also es fehlt ja noch. Er ist auch relativ groß, also er ist halt 1,80 Meter steht hier. Ist aber auch erst 30. Ja, er ist auf jeden Fall einer der schönsten, was die Linie angeht und was die Proportionen angeht, auf jeden Fall. Aber es fehlt immer noch für ganz, ganz vorne, da fehlt immer noch ein bisschen Masse. Muss man leider so sagen, weil wenn der das, was er jetzt bringt, nochmal in Form bringt, geht ja auch nochmal ein bisschen was weg im Normalfall. Und da, ob der nochmal so einen Sprung machen kann, weiß ich nicht, was da noch Luft ist. Müsste ja, er aber machen. Wenn er den machen würde, also wenn du da jetzt noch dran packst, ja, dann es fehlt ja eigentlich überall ein bisschen was, aber nicht so, dass du sagen würdest, der muss jetzt unbedingt noch mehr Quads, weil da ist viel zu wenig. Der muss jetzt mehr Brust, weil da ist viel zu wenig. Es ist halt einfach so im Gesamten super, super stimmig, aber es fehlt überall halt noch mehr Masse. Genau. Der müsste einfach nochmal also schön überall ein kleines bisschen was draufpacken. Aber das sagt sich so leicht. Das ist halt, ob das in der Praxis dann so funktioniert, das muss man sehen. Aber dann wäre der so wie der so ein John Roden-Typ, also von. Der wäre nicht der massivste, der wäre nicht der härteste, aber er wäre auf jeden Fall der von der Linie hier. Also ich würde mich freuen, wenn es in die Richtung geht, aber. Ja, käme mir auch sehr entgegen, aber das sehe ich noch nicht. Nee, aber ist ja zumindest nicht komplett ausgeschlossen, das wollte ich wissen, weil du sagst ja bei manchen, der kann schon mal irgendwie da Top 6 mitmachen, aber dann ist halt auch limitiert. Ja, ja. Es kommt halt darauf an, wie die weitere Entwicklung jetzt voranschreitet. Genau. Ja, das war die Arnold Classic South America. Gab es irgendwelche Besonderheiten noch, die du sagen würdest, müsste man nennen? Du hast auch die Classic Physik verfolgt. Ich habe gesehen Brasilien. Ja. Oh ja, ich kannte auch irgendwie niemanden. Ja, gekannt habe ich auch niemanden. Ich habe mir dann einen rausgeguckt, der mir ganz gut gefallen hat. Der ist dann am Ende Vierter geworden. Habe ich gedacht, also der war schon sehr massiv, hat schon so ein bisschen Bodybuilding-Style ausgesehen, aber da dachte ich, wow, das geht doch jetzt in die Richtung. Aber der ist dann tatsächlich nur Vierter geworden. Ja, ist halt wie es ist. Ja, ich habe jetzt deinen Liebling da erwartet, diesen Erik Wildberger. Irgendwie, ja, genau. Mit reinjumpt, genau. Aber hat er nicht gemacht. Ja, ja, sehr schade. Ja, den hätte ich gern gesehen, ja. Hier Wellness, ich glaube, da könnte ich jetzt nichts dazu sagen. Hast du es angeguckt? Ich habe es angeguckt tatsächlich, ja. Die Reina oder wie die heißt, hat natürlich wieder gewonnen. Aber ansonsten war es halt, das ist ja praktisch die Heimat der Wellness-Athletin. Und dementsprechend sahen die schon auch gut aus. Also waren schon ganz schöne Koffer dabei. Ansonsten war ja parallel, glaube ich, noch ein Wettkampf in England. Da ist die Lisa gestartet in der Bikini-Klasse. Vierte ist sie geworden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Geht auf jeden Fall weiter nach vorne. So war es ja letztes Jahr auch von Show zu Show. Irgendwie ist es besser geworden und die Ergebnisse wurden besser. Und am Ende stand dann die Olympia-Quali. Wahrscheinlich wird sie dieses Jahr auch wieder so hartnäckig bleiben, wie sie letztes Jahr war. Hoffentlich, Und dann hoffen wir mal, dass wir sie auch dann in Las Vegas sehen. Das wäre mir eine große Freude. Ja, aber das habe ich noch so am Rand mitgeschnitten. Und neue Pros haben wir auch, die hebe ich mir auf für die News, hätte ich gesagt. Okay. Muss ich auch noch mal gucken. Also auf jeden Fall Gratulation an der Stelle an die neuen Pros. Ich meine, der Gregor Behringer war der eine. Georg, heißt der Georg? Der Gregor habe ich jetzt vom Chris Kall übernommen, der das letzte Mal hier im Podcast gesagt hat. Also, ich weiß es auch nicht so genau. Der Bavarian Bull. Ja, genau. Genau. Ja, also da Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch. Und die Selina, also die Partnerin von Martin Hahn, hat auch die Pro-Card geholt. Ich glaube, das war Formsache überfällig. War klar, dass das irgendwann passieren wird. Hat für mich auch super starke Anlagen in der Klasse. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Zurück zu Lisa. Wolltest du noch was sagen? Ja, die hat ja einen super Gastauftritt gemacht. Der war wirklich cool. mit so einer Bauchtanzeinlage und so. Also richtig empfehlenswert. Also wenn man immer sagt, ja, eine Bikini-Athletin, was will man die denn als Show-Act haben? Aber das war sehr sehenswert, hat mir große Freude gemacht. Kannst du nachher auf jeden Fall nochmal deine Meinung zu kundtun, weil es gibt eine Zuschauerfrage zum Invictus Cup. Aber das machen wir später. Gut. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil wir können den Switch machen zu den Recap
Von der Recap-Sektion zu den allgemeinen Fragen. Okay. Und wie gesagt, ich habe 6 rausgesucht, jetzt wurden 7 draus. Und ich würde damit tatsächlich starten, weil Heuschnupfen ist ja jetzt, du hast es gesagt, ich habe es gestern bei meiner Freundin gesehen und schon wieder verdrängt, dass es bei mir auch irgendwie das Gesicht, zumindest die Augen anschwillen lassen könnte. Bei mir ist es nicht ganz so schlimm, aber es gibt ja Leute, die haben da unfassbar viele Probleme. Ich hatte das jetzt nicht mit reingenommen, es hat jemand gefragt, ob diese Heuschnupfenmittel, die gängigen, den Muskelaufbau beeinträchtigen oder beeinflussen können. Man spricht da ja von Cetirizin größtenteils, macht sehr müde, das weiß ich, aber macht das auch was mit dem Muskelaufbau? Also ich bevorzuge, ich habe da schon alle die gängigen durch. Ich habe Heuschnupfen, seit ich 12 bin. Und ich bevorzuge Desloratadin, also nicht Loratadin, sondern Desloratadin. Das gibt es inzwischen auch frei verkäuflich. Weil das am wenigsten müde macht. Also wenn man das abends nimmt, hat man eigentlich so keine Beeinträchtigungen. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn man so eine richtige Heuschnupfenattacke hat, da trainierst du auch nicht Vollgas. Das heißt, du profitierst auf jeden Fall, je nachdem wie stark natürlich dein Heuschnupfen ist, profitierst du auf jeden Fall von dem Medikament, weil du sonst so... Also bei mir geht es immer einher mit einer erhöhten Körpertemperatur und als ob ich eine Grippe hätte. Und da brauchst du nicht trainieren. Da bist du froh, wenn du ein Medikament hast, falls du wirklich einen Gang runterschalten musst, aber du kannst wenigstens trainieren. Mhm. Hör ich zum ersten Mal Desloratadin. Ich weiß, meine Freundin nimmt Loratadin, weil es nicht so müde macht. Genau. Cetirizin haut die komplett weg. Kann ich auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie keine Rezeptoren für habe, aber wenn ich das nehme, es macht bei mir nichts mit der Müdigkeit. Nix. Mhm. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist es nicht stark genug oder ich habe, wie gesagt, keine Rezeptoren. Mhm. Nee, aber da kann ja mal probieren, darauf umzusteigen. Also ich habe schon einen Unterschied gemerkt. Mhm. Es macht auf jeden Fall die Übelkeit weg vom Melanotan, die da habe ich das ja keine Übelkeit gehabt. Das ist ja, aber ich haben wir schon mal gesprochen, glaube ich, frauentypisch, dass die da weniger mit Übelkeit reagieren. Ja, ja, aber wenn ich da abends eine Cetirizin nehme und dann wackele ich irgendwie nachts zum Kühlschrank und nehme mein Melanotan-Nasenspray, dann merke ich zwar immer noch, wenn ich morgens aufwache, dass ich so ein flaues Gefühl habe im Magen. Also es ist schon krass, was das bei mir für Nebenwirkungen macht, aber es ist deutlich, deutlich besser als ohne. Ich das mal früher gewusst. Irgendwo mal aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht, ob es bei Max war oder in irgendeinem Forum schon früher, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Mhm. Aber man trainiert jetzt nicht so stark auf diesen Medikamenten. Es ist jetzt aber nicht so, dass es irgendwie die Proteinsynthese hemmt oder irgendwas in der Richtung. Ja, also in so geringem Maße, dass es das auf jeden Fall wettmacht, dass du wieder trainieren kannst. Ich würde auch nicht mal sagen, dass du zwingend schwächer trainierst. Das war jetzt nur Worst Case, dass du vielleicht ein bisschen, aber du hast ja wieder Lebensqualität, du kannst überhaupt ins Training gehen und profitierst auf jeden Fall davon, je nachdem, wie stark die Symptome sind natürlich. Wenn du im Gym nicht die Ergebnisse siehst, die du willst, dann ist es vielleicht Zeit, was Neues auszuprobieren. Und was Neues bieten wir dir im Garnicus Coaching. Wir erstellen einen Trainings- und Ernährungsplan, der auf deine Bedürfnisse angepasst ist und betreuen dich in einem 24/7 jederzeit erreichbaren Coaching. Egal was ansteht, wir sind an deiner Seite und unterstützen dich. Wenn sich das für dich gut anhört, klick auf den Link in der Beschreibung, da kannst du ein unverbindliches Erstgespräch mit mir buchen. Wir tauschen uns über deine Situation aus, deine Ziele, schauen, wie wir dir helfen können und dann kannst du entscheiden, ob Coaching eine gute Wahl für dich ist, aber ich bin mir sicher, dass das der Fall ist. Ich habe hier eine Frage, die ist relativ sportunabhängig. Ja. Obwohl man sicher sagen kann, dass auch in unserer Szene, gerade auch wegen des Körperkults, schon auch viel Neid und Missgunst herrscht. Also es hat so gar nichts mit Sport zu tun. Man kann es nur darauf ummünzen. Wie gehst du mit Mobbing im Internet um? Würdest du jetzt wahrscheinlich auch lügen, wenn du sagst, es ist ja noch nicht passiert. Ich habe ja auch schon das ein oder andere Auftreten von gewissen anonym Internet-Heroes bei dir in der Kommentarspalte gesehen. Das ist schon sehr schwierig. Ja, das ist aber ein Altersproblem. Oder das ist eine Gnade des Alters, dass ich heute damit ganz anders umgehe, als ich das noch vor, sag ich mal, 10 Jahren gemacht hätte. Weil heute ist es so,
ich bin über 60, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Alles, was ich jetzt mache in meinem Leben, ist eine Zugabe. Das mache ich freiwillig, das mache ich, weil ich Spaß habe dran. Und wenn mir einer so, das, wie sagt man, Bayern das Kraut ausschütten würde, dass ich den Spaß dran verlieren würde, dann könnte ich auch heute sagen, dann mache ich gar nichts mehr. Das ist ein Luxus, den ich vor ein paar Jahren nicht gehabt hätte. Und da was muss ich ganz klar sagen, das wusste ich ja damals auch noch nicht mit meinem ADHS, das wäre für mich tödlich gewesen, diese Rejection Sensitivity, also die Angst davor, dass man aus irgendwelchen Gründen nicht gemocht, nicht gut genug oder sonst irgendwas ist, das war so stark ausgeprägt, dass in den Bulimiezeiten ich nach Hause gehen musste zum Kotzen, wenn in meinem Labor, wo ich eigentlich Leiterin war von der Abteilung, wenn da mir nicht alle freundlich guten Morgen gesagt haben, weil ich schon gedacht habe, oh, jetzt können die mich alle nicht mehr ausstehen. Das hat sich dann so als Druck festgefressen, dass ich mittags nach Hause gehen musste und habe einen Bulimieanfall gehabt. Also ich bin sehr anfällig für solche Geschichten. Und jetzt muss man sagen, Mobbing ist natürlich, also ist ja per Definition eigentlich, wenn jemand, der über einem steht, einem was antut. Also da musst du ja in einer Position sein, wo viele Leute über dir stehen. Ich bin mein eigener Chef. Da gibt's, das ist jetzt vielleicht arrogant, aber es gibt jetzt nicht viele Leute, die ich gefühlt über mir stehen habe, die mich dann auch mobben könnten. Mhm. Aber ein wichtiges Kriterium ist, und das, was du gerade angesprochen hast, dass man beim Mobbing das Gefühl hat, ob das jetzt wahr ist oder nicht, das Gefühl hat, dass man aus eigener Kraft da keine Lösung für sich findet, dass man aus eigener Kraft da nicht mehr rauskommt. Und da sind eben Leute wie du so besonders wichtig, die dann für einen auch mal Partei ergreifen oder die einem das Gefühl geben, da steht jemand hinter ihnen. Du hast es angesprochen, dass es sowas eigentlich überhaupt gar nicht geht und hast damit für mich Partei ergriffen und mir das abgenommen, was ich ja niemals hätte selbst machen können. Und dadurch wird das Mobbing leichter. Und das ist mein Tipp an all die Personen, die sich von Mobbing in irgendeiner Art belastet fühlen. Weil, wie gesagt, ich habe es mein ganzes Leben lang gehabt. Deswegen bin ich ja auch immer so perfekt in meinen Vorträgen gewesen. Aus Angst, es könnte mich jemand fragen und ich hätte keine Antwort. Das wäre für mich schon Mobbing gewesen. Also ich weiß was nicht zu meinem Themengebiet. Deswegen habe ich recherchiert und recherchiert mein ganzes Leben lang. Das war nicht immer nur Freude, es war auch Panik davor. Ich könnte versagen. Es wäre für mich ein großes Versagen gewesen. Und all diese Dinge, die spielen da eine Rolle. Und deswegen, also wenn man von Mobbing tatsächlich betroffen ist, muss man sich Hilfe suchen. Zum einen erstmal möglichst in seinem Umfeld, dass das Mobbing mal aufhört. Also irgendjemand, der hinter einem steht, der sich hintereinstellt oder voreinstellt und sagt, hier pass mal auf, also jetzt ist hier Feierabend. Und da muss man sich halt auch Leuten anvertrauen können. Ob das jetzt, wenn man jung ist, die Eltern sind oder später Freunde, irgendjemand oder du hast halt irgendjemand hinter dir, der dann auch mal zu Hause klingelt, sowas gibt's ja auch. Das hilft. In jeder Abstufung hilft das. Und dann, wenn es wirklich so schlimm ist, dass das Mobbing von anderer Seite jetzt nicht als Mobbing empfunden wird. Also ich spreche jetzt mit dir darüber und sage, oh, da hat einer einen Kommentar drunter geschrieben und das packe ich gar nicht. Und du sagst dann zu mir, ja Martina, pass auf, das sind so, wie du es auch selber darstellst. Du orientierst dich aber an den vielen positiven Kommentaren, die es gibt und nicht an ein paar wenigen negativen. Das muss dann einer für dich auch mal in ein richtiges Licht drücken. Du hast es für dich geschafft, ich hätte es zu meiner Zeit niemals geschafft. Da muss man mit jemandem reden. Und wenn das eine nahestehende Person wie du mir nicht vermitteln kannst, dann brauche ich Hilfe. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den musste ich in meinem Leben auch in Anspruch nehmen. Das ist eine professionelle Hilfe. Und da habe ich sowohl Psychoanalyse gemacht, das hat mir jetzt wenig bis nichts geholfen, aber auch Psychotherapie für all diese Dinge, die halt auftreten in meinem Leben, mit denen ich nicht klargekommen bin. Und da kriegt man dann auch solche Sachen. Man reflektiert sich selber, wie wichtig ist denn die Meinung von speziellen Menschen? Also ob das jetzt die Nachbarin ist oder jemand aus der Familie oder vielleicht gar wildfremde Menschen im Internet.
Und du kannst die Menschen ja nicht ändern. Du kannst nur dich und deine Reaktion darauf beeinflussen. Das ist aber gar kein so einfacher Prozess. Das hört sich so toll an. Und das ist bei mir in der Verhaltenstherapie mit ganz vielen verschiedenen Dingen, die ich da ansprechen konnte. Hier, heute ist mir das passiert. Dann hat man das zusammen hinterfragt und dann eben eine für mich passende Lösung dafür gefunden. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr anfällig dafür bin, aber ich kann deutlich besser mit klarkommen. Und wenn ich dann heute, ich habe ja tatsächlich Leute, die alle und alle meine Videos kommentieren, die ich auch weiß, wer sie sind, weil sie ihren Namen, also die haben zwar keinen Klarnamen, aber man kann sofort finden, wer es ist. Und die kenne ich auch. Die kenne ich auch schon mein halbes Leben lang aus dem Gießener Studio noch. Und die mögen mich nicht. Also ich will jetzt nicht sagen hassen, hasse ein bisschen stark, aber die finden mich einfach scheiße. Und die finden auch alles, was ich mache, scheiße. Und die kommentieren das auch immer darunter. Aber die stehen dazu. Damit kannst du arbeiten. Es muss eigentlich dir alles toll finden, was du machst. Aber das ist ein Mensch, der findet mich scheiße, da weiß man, wer er ist, und der steht dazu. Konsequent. Ja. Völlig okay. Mhm. Aber so manchmal so Sachen wie, die ist inkompetent und so, da wäre ich früher gestorben, wenn das einer runtergepostet hätte. Oder ich habe keine Ahnung. Da hätten mir noch 5 Leute sagen können, hey Martina, du gehörst aber zu den Leuten, die Ahnung haben in diesem Feld. Das hätte mir nichts genützt, hätte wieder einen Bulimieanfall ausgelöst oder sonst irgendwas. Und da, wenn es dann so schlimm kommt, da braucht man dann wirklich professionelle Hilfe. Und wenn man da jemanden guten findet, das kann ich echt sagen, dann hilft das auch. Ja. Du wirst nicht unverwundbar und nicht unantastbar, aber du wirst stärker. Also ich glaube, das ist auch ein ganz großer Trugschluss, dass ich da so gut damit zurechtkomme. Mich triggert das schon manchmal auch, selbst wenn es irgendwie 95 positive und 5 negative Kommentare sind. Ich lasse mich da schon auch noch heute davon triggern. Ich würde nur behaupten, ich kann den Schalter wieder relativ schnell ausschalten. Das gelingt mir schon sehr, sehr gut. Und das gebe ich halt dann auch an andere Menschen weiter, weil ich ja auch weiß, das kann wirklich belasten. Gerade so, wenn du frisch bist in dieser Social-Media-Welt im Internet, da kann das auf jeden Fall sehr, sehr destruktiv wirken. Es ist jetzt nicht so ein Wasserpredigen und Weintrinken-Ding, aber ich will nur verdeutlichen, das ist jetzt auch bei Leuten, die damit sehr gut umgehen können, kein komplett ad acta legen solcher kritischen Kommentare und deren Auswirkungen auf dich selbst. Das kannst du, es gibt diese Coping-Mechanismen, aber auch du wirst manchmal in so Situationen erwischt, wo du dir denkst, was soll das jetzt? Warum schreibt der sowas? Weil es stimmt halt auch so gar nicht, muss ich darauf jetzt antworten? Nein, muss ich nicht, weil ich kenne den gar nicht, wie du richtig sagst. Es ist jetzt nicht der Nachbar und selbst der ist teilweise auch uninteressant für mein Leben, weil der kann das gar nicht abschließend beurteilen, was ich machen möchte, warum ich das so mache, wie ich es mache. Fakt ist aber ja auch, wenn du statt den 95% Positiven und den 5% Negativen 5% Positive und 95% Negative Kommentare bekommst, dann ist es kein Mobbing, dann solltest du dir die Frage stellen, ob du irgendwas falsch machst. Genau. Also da kein Hate und kein irgendwie Verunglimpfen im öffentlichen Rahmen, sondern da solltest du dich selbst reflektieren und eventuell auch die Option offen lassen, dass du manche Dinge nicht so machst, wie du sie machen solltest. Ja, oder das sage ich auch immer beim Kampfrichterwesen, wenn du mit deiner Wertung immer daneben liegst, dann kannst du deine Meinung haben, so wie du möchtest. Aber wenn es halt einfach, wenn du immer hardcore daneben liegst, dann kannst du deine Meinung im Internet vertreten, das gibt es ja heute die Möglichkeit, aber dann kannst du nicht im Judges Panel sitzen. Und in dem Podcast, den du mit Roman gemacht hast, den ich übrigens sehr, sehr gut fand, da hast du es ja auch gesehen, dass Menschen, die wirklich schon lange in der Öffentlichkeit stehen und dass die sich wirklich getroffen fühlen auch, das hat man ihm ja auch angemerkt, dass die sich getroffen fühlen von solchen negativen Dingen, auch wenn es jetzt gar nicht Leute sind, auf deren Meinung man unbedingt hören müsste. Es trifft einen, das kann man so gut wie nicht abschütteln. Das kann man sich immer sagen, aber es trifft einen. Das sollten sie vielleicht auch mal, diese ganzen Internet-Rambos, mal überlegen, dass sie, vielleicht wollen sie es mit Absicht, aber manchmal schreiben ja auch einfach Leute irgendwie einfach nur einen Quatsch, weil sie selber gerade schlecht drauf sind. Oft spiegelt das ja mehr deren Psyche wider als das, was ich falsch mache. Aber vielleicht, bevor man sowas da reintippt, nochmal kurz überlegen, was es beim anderen anrichtet. Wer bei manchen Sachen nicht verkehrt, und es geht nicht um konstruktive Kritik, nicht,
Aber es geht um so. Hier kennst du aber nach drei Worten, erkennst du, ob jemand konstruktiv kritisieren will oder ob er dir einfach bloß irgendeine Scheiße an den Kopf schmeißen möchte. Genau. Und gar nicht auch den Willen mitbringt, mit dir auf einer sachlichen Ebene zu diskutieren und vielleicht auch vom Gegenteil überzeugt werden zu wollen. Also für mich ist eine Diskussion, in die ich gehe, immer auch eine Möglichkeit, mich selbst zu reflektieren und vielleicht meine Meinung zu ändern. Aber wenn ich das nicht möchte, dann brauche ich nicht mit jemand anderem diskutieren, dann ist das verschwendete Nein. Zeit für beide Parteien. Nein, wenn ich einfach nur Scheiße auf den werfen will, dann ist es sinnfrei. Und ich meine, wenn man sehr lange Zeit unterwegs ist in der Szene, dann haben sich natürlich auch der Wissensstand verändert, der Kenntnisstand hat sich verändert und vielleicht auch die eigene Meinung hat sich verändert im Laufe des Lebens. Und dann kann man auch das mal zugeben. Damals hat man es nicht anders gewusst oder ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe es nicht besser gewusst. Die anderen wussten es vielleicht schon. Und solche Sachen, also das ist sehr, sehr komplex, das Thema, und das darf man nicht unterschätzen. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, dass das auch junge Menschen betrifft, die in ihrem Leben noch nichts erreicht haben, also wo sie sagen können, guck mal, bisher in meinem Leben hat es doch gut funktioniert, weil sie einfach noch keine Zeit hatten, irgendwas zu erreichen, weil sie noch jung sind. Wenn ich mich jetzt zurücksetze und denke, ja Gott, was soll mir jetzt noch passieren? Also was kann jetzt noch kommen. Mir ist schon alles Mögliche passiert. Da habe ich kein Mobbing für gebraucht. Habe ich auch geschafft. Ja. Deswegen, je älter man wird, desto besser kommt man damit klar, auch von alleine. Und es kommt immer auch auf die persönliche Situation an, in der ich mich gerade befinde. Wenn ich mit mir und dem, was ich tue, so richtig schön fein bin, also ja, dann kann auch Kritik kommen. Auch ekelhafte. Aber wenn man in der Phase ist, wo man vielleicht denkt, oh, den Wettkampf, der ist jetzt nicht so gut für mich gelaufen, ich habe eigentlich nicht so ausgesehen, wie ich wollte, und dann kommt noch irgendeiner, ah, du kannst gleich aufhören und das wird nie mehr was mit dir und all so Zeug, dann trifft es natürlich auf einen ganz anderen fruchtbaren Boden bei den Menschen. Wir nehmen jetzt mal die Leute raus, die wirklich mit Klarnamen unterwegs sind oder von denen du weißt, wer das ist. Da kannst du drauf reagieren, mit denen kannst du in Kontakt treten, da kannst du Dinge aus der Welt räumen. Aber bei den anderen, da ist es schon so, da würde ich mir als Hilfe immer sehr stark den Gedanken heranziehen, dass du nicht weißt, wer das ist. Du weißt nicht, ist es teilweise vielleicht sogar dieselbe Person unter verschiedenen Namen. Und das sind ja im Endeffekt Fans von dir. Das sind ja Fans von dir. Ich weiß, das hört sich jetzt auch so super überheblich und arrogant an, aber wenn jemand dich nicht mag und der kommt unter jedes Video und schreibt dort einen negativen Kommentar, jetzt muss sich ja nun mal jeder, der davon betroffen ist, solche konstruktiven Kritiker zu haben, also Hater sind das ja im Endeffekt, wenn du die hast und du selbst nicht so bist, jetzt musst du dir ja nun mal die Frage stellen, warum machen Leute sowas? Weil du selbst würde es jetzt nicht unter ein Video gehen und irgendjemand anonym anscheißen wegen irgendwas. Nie. Also ich mach's nicht, deswegen denke ich mir so, okay, wenn du das brauchst und du das auch regelmäßig machst, anstatt einfach meine Videos nicht anzuschauen, dann hast doch du ein Problem. Ich hab doch dann keins. Und das ist das, was Roman gesagt hat. Was ist das denn für ein Krankheitsbild? Da hat er recht. Da solltest du mal gucken, dran zu arbeiten. Was ist denn das für ein Mensch, der unter andere Videos wirklich in regelmäßigen Abständen irgendwelche negativen Kommentare hinterlässt, anstatt einfach was anzuschauen, was ihm hilft. Ich habe dafür gar keine Zeit, sowas zu machen. Das ist für mich auch so ein destruktiver Gedanke, dass ich das sofort im Keim ersticke in meinem Kopf und sage, alles gleich, mach irgendwas Konstruktives. Irgendwas, was mir hilft, meinem Umfeld hilft, die Arbeit vorantreibt, mein privates Leben vorantreibt, mein Kontostand vorantreibt. Nimm das doch als Motivation, als Energie und mach was anderes. Und geh nicht den Leuten auf den Sack irgendwie im Internet. Das ist doch voll Banane irgendwie. Ich komme ja aus einer Zeit, da gab es 3 Fernsehprogramme, gell? Da konntest du nicht ausweichen. Da muss man noch Farbe reinschütten und kurbeln, oder? Am Fernseher sozusagen. Aber da hattest du 3 Programme, da konntest du nicht groß ausweichen. Aber das Internet gibt so viele Möglichkeiten. Wenn einer Scheiße redet, dann gucke ich mir die Videos nicht an. Dann gucke ich zum Nächsten. Es gibt immer irgendjemanden. Ja, aber ich mache da nicht mal diesen kleinen Klick auf Daumen runter. Nicht mal das mache ich. Und das war ja so ganz schnell gemacht eigentlich. Wozu? Aber selbst der Schritt ist mir zu weit. Mein Gott, ey. Genau, also da würde ich gar keine... Aber Menschen, die halt Zeit mit sowas verbringen, die haben ja schon diesen negativen Dunstkreis im Kopf. Und man würde sich wundern, wenn man sich da mal
tiefer mit befassen würde, wie sehr die eigenen Gedanken auch das, den eigenen Erfolg und die eigene Gesundheit auch belasten. Also wenn du ständig nur auf der Suche bist nach Negativen und ach, und man sagt, ja, hat er wieder das gepostet und ah, da hat er wieder, das frisst so in dir, das macht dich so krank und das, wie du schon sagst, die Energie, die ich da verbrauche, die stecke ich doch in irgendwas Positives. Sage ich immer wieder. Ich sage immer wieder, heutzutage, wir haben nicht nur die Möglichkeit, ins Internet zu gehen und negative Kommentare zu schreiben. Kannst auch bei Amazon gucken. iPhone hast du sowieso. Oder die meisten haben einen Laptop, da ist eine Kamera drin. Ja, ja. Mikrofon kostet, ja, keine Ahnung, 30 bis 100 Euro. Kriegt, ja, ihr abgezwackt von eurem Taschengeld. Und let's go. Macht einen Podcast oder macht irgendwelche Videos, macht irgendwas Konstruktives und beleidigt nicht die Leute grundlos, die irgendwas Konstruktives versuchen zu machen, ja, während ihr selbst daheim sitzt und nichts gebacken bekommt. Also ihr habt ja die Möglichkeit, ins Internet zu gehen und dort auch eure Show zu machen. Hält euch keiner davon ab. Es machen ja auch viele, auch dann mit mehr oder weniger Erfolg. Manche lassen es dann auch wieder sein, ist ja gut, aber teste doch einfach mal aus, ja, wie kommt das an, wenn ich das mache und dann siehst du vielleicht doch mal, Kacke, das kommt vielleicht gar nicht ganz so gut an. Respekt vor denen, die das die ganze Zeit durchziehen und sich diesen negativen Kommentar noch aussetzen, habe ich eigentlich nicht so wirklich Lust drauf. Ja, und da ist ja noch die andere Gruppe, die es wirklich aus Neid macht. Also ein paar machen es ja, weil sie selber mit sich nicht gut sind. Aber dann gibt es ja noch die Gruppe, die es wirklich aus Neid macht. Also die personenspezifisch das tun, weil sie vielleicht selber gerne an der Position wären oder weil sie denken, das hat die eigentlich gar nicht verdient, da zu sein. Da müsste ich sein oder da müsste jemand anders sein und die müsste eigentlich weg. Die alte Hexe und keine Ahnung. Die haben aber dann wirklich einen Beweggrund, einen inneren Beweggrund. Neid, Missgunst und all diese Sachen, die kommen, wenn du selber lange in der Szene bist und wenn da ein gewisser, also mich kennen ja ein paar Leute, das wollen wir ja, das ist halt so, in Deutschland kennen mich ein paar Leute und da automatisch gibt es immer welche, die sich denken, den Platz könnte auch ich haben. Warum ist es nicht so, dass wenn ich irgendwo reinkomme, alle Leute sich freuen und sagen, ah, hallo, die Martina ist da. Hat die das überhaupt verdient? Du bist es halt nichts. Du bist es halt nicht. Komm damit klar, entweder arbeite darauf hin, dass du vielleicht auch diesen Status mal erreichst. Vielleicht wirst du es aber auch nie können, weil du die Kompetenz nicht hast. Dann musst du aber halt gucken. Also ich bin fachlich auch nicht so kompetent wie du. Aber es gibt auch andere Mittel und Wege, mit deiner Persönlichkeit oder mit dem, was du tust, irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen, eine Community zu binden. Mach das und sei nicht neidisch auf die Leute, die das haben. So groß wie die Community auch sein mag, die kann ja kleiner und größer sein. Aber es ist doch irgendwie kein Grund und auch kein Anlass, da jetzt dann neidisch auf die Person zu sein. Weil die hat ja auch schließlich dafür gearbeitet. Da kam ja jetzt nichts zugeflogen. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja auch nicht kompetent geboren und man hat dafür gearbeitet. Und was man auch nie vergessen darf, in den ganzen Jahren, wo es noch keine bezahlten Coaches gab und so, habe ich ja auch schon mein Wissen an die Leute weitergegeben, kostenlos. Also ich habe ja wirklich auch beigetragen zu der Szene. Und ich würde mich heute noch dazu berufen sehen, Leute zu inspirieren, Frauen auch zu inspirieren, dass sie an Stellen mitmachen können, was für Frauen jetzt eigentlich nicht so vorgesehen war. Ich war eine der ersten mit in diesem Sport, da, wo es noch keine Umkleidekabinen gab. Ich war eine der ersten, die mit in entscheidenden Positionen gesessen hat und so. Das soll doch inspirieren und nicht neidisch machen. Und ich helfe heute noch jedem, wenn jemand mich fragt und wir, also auf Voraussetzung ist mal, wir kennen uns, wenn jemand mich um Hilfe fragt, da habe ich noch nie von irgendjemandem Geld genommen dafür. Und auch nicht, also abschließend, wir helfen immer gerne. Genau, und ich habe es auch nicht gepostet. Also. Ja, wir helfen immer gerne. Wenn jemand einen Podcast starten will, ich mache das auch regelmäßig, schreibt mich an, ich gebe euch gerne Tipps. Welches Mikrofon, welche Kamera, welches Aufnahmeprogramm, wie kann ich das bearbeiten und so weiter. Immer gerne fragen. Startet selber irgendwas, gebt Gas, weil dann kommt man auch voran. Mit negativen Kommentaren schreiben kommst du nicht voran. Das macht nur irgendwie Negativität in deinem Kopf. Und das beeinflusst dein weiteres Leben. Damit würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage, die tatsächlich ernährungsspezifischer Natur ist. Und zwar: Hat die Reihenfolge der Nahrung in einem Meal das Potenzial, die Aufnahme zu beeinflussen?
Das ist jetzt wieder eine Frage aus dem Formenkreis. An welcher Stelle befinde ich mich? Also erstmal Essen überhaupt, dann Makros und dann bin ich jetzt so der Professor für Essen, dass ich auf meinem Teller die Felder einteile, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett und mir überlege, was esse ich zuerst. Meal Timing kommt ja dazwischen auch noch irgendwann. Ja, Meal Timing, ja. Dass ich Grüppchen bilde, genau. Auf dem Teller. Ja, genau, aber Grüppchen, ja, schön. Genau. Grüppchen auf dem Teller und nacheinander essen, das habe ich als Kind so gemacht. Ich habe immer das, was ich gern gegessen habe, zuerst gegessen, weil in der Hoffnung, dass irgendjemand kommt und das andere isst. Ich mache das heute noch. Also ich esse heute noch meistens Fleisch als erstes, dann Kohlenhydrate, ja. Also Kartoffeln, Reis, was weiß ja. Ich was und danach dann Salat. Keine Ahnung, ja, das, was dann noch genau. Auf dem Tisch steht und kalt ist. Je nach Zielsetzung würde ich jetzt sagen, zum Beispiel, wenn man abnehmen möchte, wäre es vielleicht sinnvoll, erst das Fleisch und das Gemüse zu essen oder die Proteinquelle und das Gemüse und dann erst die Kohlenhydrate, weil von denen isst man ja meistens eh zu viel, der durchschnittliche Mensch hier. Und das wäre so eine Möglichkeit, aber ansonsten möchte ich da weiter in das Thema nicht gehen, ob das einen Sinn macht. Ich setze mich dann vor den Tisch und dann mache ich die Stoppuhr an und dann esse ich meine Proteinquelle, damit die ein bisschen Vorsprung hat. Und dann esse ich meine Ballaststoffe esse ich dann ganz zum Schluss, weil die binden ja ein paar Proteine weg im Darm, damit die, wie lange soll denn der Tag da dauern? Wie lang soll eine Mahlzeit dauern? Das ist mir viel, viel, viel zu kompliziert. Da müsste es schon wirklich einen Grund geben, also irgendwie eine Krankheit oder irgendeine Unverträglichkeit, wo ich jetzt sagen würde, da könnte man vielleicht nochmal genauer gucken. Alle anderen sollen mal gucken, dass sie ihr Essen reinkriegen. Ein ordentliches Essen. Ja, ich glaube, das ist es wieder. Die Frage wird kein IFBB-Pro gestellt haben. Deshalb, wenn der sich keine Gedanken darüber macht, ob er als erstes Kartoffeln und dann Hähnchen oder erst Hähnchen, dann Kartoffeln isst, dann müssen das die meisten da draußen wahrscheinlich auch nicht. Das ist wieder sehr überanalytisch. Was ich trotzdem mal reinwerfen möchte, ist, ich habe das gelesen bei einem Fußballprofi damals, Robert Lewandowski, sagte vielleicht was. Hm? Der isst sein Essen immer in der umgekehrten Reihenfolge. Also man sagt ja, als Vorspeise gibt es oft einen Salat, auch im Restaurant. Dann die Hauptgerichte mit dem, was wir jetzt gerade aufgezählt haben und am Schluss dann ein Dessert. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich esse erst das, was viel Zucker hat, was schnell verdaut wird, dann das, was als Hauptmahlzeit auf dem Tisch steht und am Schluss dann den Salat, der ja so ganz schwer verdaulich ist, so ganz große Fasern enthält etc., ist es für mich gar nicht mal so unclever. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht so machen, aber ich kann schon verstehen, wenn man diese Konstellation so ist, wie sie im Restaurant auf den Tisch kommt, da wächst dann der Bauch. Also jetzt nicht vom Fettwachstum her, sondern einfach die Verdauung kommt dann nicht mehr hinterher, weil irgendwie muss sich ja dieser Salat, der ganz schwer verdaulich ist, wieder nach oben schieben, während der Rest von oben drauf kommt. Weißt du, wie ich meine? Also so denke ich in meinem ganz primitiven Ansatz jetzt. Ja, also wenn wir da in die Tiefe gehen, wenn du erst ein Dessert isst, das würde ich so, zum Beispiel machen, weil ich denke, ich versuche Kalorien zu sparen, da gucke ich erstmal, wenn ich die Schokolade esse, ich sowieso, dann, dann hast du ja eine Ausschüttung von, durch das Fett, eine Ausschüttung von Hormonen, die die Magenentleerung verlangsamt. Magen, Darm, es wird alles ein bisschen langsamer. Und dann kommt hinterher das andere Zeug, das wird natürlich immer schwerer verdaulich. Also da muss man unterscheiden, möchte jemand gern viel Essen reinbringen oder möchte jemand gern eine hohe Sättigung erzeugen. Und die beiden Gruppen unterscheiden sich dann natürlich. Aber das brauche ich nicht durch das direkte Nacheinanderessen machen, sondern das würde ich eher durch die Zusammensetzung verschiedener Mahlzeiten machen. Also wenn die Mahlzeit eher länger andauern soll oder eher kürzer andauern soll. Und wenn ich ein hohes Sättigungsgefühl haben möchte, dann mache ich erst die Ballaststoffe und esse dann nur noch so viel von der Schokolade, wie ich unbedingt muss. Und wenn ich sowieso ein Problem habe, dass ich mein Essen reinkriege, dann würde ich die wichtigen Sachen, also die für meine Ernährung wichtigen Sachen, zuerst essen. Das sind die schon mal drin. Also ich glaube, die Beispielteller waren auch schon sehr, sehr durchoptimiert. Das war jetzt nicht so ein typisches im Restaurant essen und dann isst du am Ende dann ein Mousse au Chocolat, sondern das war halt dann irgendwie ein Joghurt mit Früchten. Oh, okay. Und weißt du, also das wird ja dann schon schneller verdaut als, weiß ich nicht, die Creme Brûlée.
Ja. Oder die Tafel Schokolade, die der ein oder andere dann isst. Also dann wird es schon wieder sinnvoller, aber mich hätte trotzdem interessiert, was du dazu sagst, weil gerade die Profisportler, die haben ja dann immer die neuesten Methoden und die kompetentesten Ernährungswissenschaftler, ja, meinen sie zumindest, und dann kommt manchmal auch so sehr viel Unsinn dabei raus. Ja, ich glaube, dass wenn man sich damit verzettelt, man einen Großteil, da musst du vorher alles optimiert haben, bevor ich da dran irgendwie schrauben würde. Mhm. Macht es denn einen Unterschied in der Wirkung, je nachdem, woher die Ballaststoffe aus dem Essen kommen? Das wurde ja auch gefragt, passt vielleicht da auch dazu? Unbedingt. Also das macht wirklich, spielt wirklich einen Unterschied. Ich habe ja dazu ein fertiges Video, also 100% fertig und auch schon hochgeladen. Da kann man das nochmal genauer gucken. Aber das spielt schon eine Rolle. Weil wir ja bei uns in der Klientel, die einen haben, die Ballaststoffe nutzen, um 100 Kalorien zu einem Volumen von 3 Kilo zu machen. Die haben zu viel Ballaststoffe. Und dann haben wir die, die aufgrund der Verdaubarkeit und dem, also die andere Gruppe hier, unsere, die das Essen nicht runterkriegen, die haben dann zu wenig Ballaststoffe. Und je nachdem angemessen darauf, muss man die Ballaststoffe auswählen. Da gibt es ja die unlöslichen und die löslichen. Ich sage es immer so, die unlöslichen, das sind wie so, also das sind Körner, Schalen und so Zeug halt, die schaben so durch den Darm wie so Kehrbesen. Die nehmen ein paar Schadstoffe mit und so. Das sind nicht die, die ich bevorzugen würde, wenn ich eine spezielle Auswahl hätte, sondern die für die Gesundheit wichtigeren sind die löslichen. Und da kommt es immer darauf an, wie viel darf ich davon essen oder wie viel muss ich davon essen. Und da gibt es schon Unterschiede. Nämlich zum einen, manche dienen nur als Quellmaterial, andere wiederum füttern auch noch Bakterien. Und für die Gesundheit optimal sind die, die aufquellen. Das macht dann einen besseren Transport vom Stuhl zum Ende, also gegen Verstopfung. Und die noch Bakterien hochfüttern, das ist dann natürlich gut fürs Mikrobiom. Also danach würde ich das auswählen. Und ja. Pektine zum Beispiel, also so Apfelpektin, das ist eins von den gesundheitsfördernden. Und da gibt es dann Beta-Glucane aus den Haferflocken oder aus den Pilzen. Ich bin ja inzwischen gerade mal auf der Spur von Heilpilzen, was man damit alles so machen kann. Mhm. Und dann gibt es eben diese Fructo-Oligosaccharide, also die, wo mehrere Fructosen aneinander gehangen worden sind, wie zum Beispiel das Inulin, das von Darmbakterien, von denen, die man als gut bezeichnet, besonders gern gefressen wird, dass die einen Wachstumsvorteil kriegen. Also auf solche würde ich mich immer zuerst stürzen, bevor ich die anderen nehme. Mhm. Aber man kann festhalten, das macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt einen Brokkoli esse oder Haferflocken zu mir nehme oder keine oder Ahnung, einfach so ein Vollkornbrot. Oder ein Questbar esse. Mhm. Der ist ja auch voll mit Ballaststoffen. Also ich weiß es damals noch, die Dinger haben ja irgendwie so 16 Gramm Ballaststoffe gehabt, gefühlt pro Riegel von 55 Gramm oder 60. Ist jetzt vielleicht dann auch nicht in Massen die beste Möglichkeit, Ballaststoffe reinzubekommen. Mhm. Nee. Also da gibt es wirklich Unterschiede und das ist auch sehr individuell, was du verträgst und was du nicht verträgst. Und wenn du es umstellst, kriegst du erstmal immer schlimme Blähungen, da muss man dann halt durch und manchmal gehen die Blähungen nicht weg, dann muss man halt den Ballaststoff wechseln. Also es ist eigentlich wie bei allem. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt ein Hähnchenbrustfilet isst oder ein Weizengluten als Proteinquelle betrachtest oder ob du, weiß ich nicht, Haushaltszucker Saccharose in Löffeln frisst oder eine Kartoffel. Und genauso ist es halt bei Ballaststoffen auch. Genau. Es ist ein Unterschied, von welcher Quelle die stammen. Ja. Und dann wirkt sich das natürlich auch unterschiedlich auf Magen, Darm etc. aus. Genau. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Was ist der Open-Window-Effekt? Und kann bzw. sollte man dagegen etwas tun? Also von Open-Window spricht man, wenn nach dem Sport das Immunsystem besonders anfällig ist für Infektionen, besonders eben virale, bakterielle. Und
Das kommt daher, dass durch den Sport ausgelöst verschiedene Stresshormone, also während man Sport macht, verschiedene Stresshormone natürlich frei werden und die schalten das Immunsystem hoch. Besonders das sind da die weißen Blutkörperchen betroffen. Falls du hinfällst beim Sport oder dich verletzt oder sonst irgendwas passiert, dass man schnell, das Immunsystem schnell handeln kann. Nach dem Sport aber fallen die ab. Und zwar unterschiedlich stark. Und du hast dann diese Lücke zwischen dem hochregulierten, guten, dem guten Status an Immunschutz und einem danach abfallenden, schlechten Status. Das ist das Open Window. Und nach der ganzen Zeit, je nachdem, wie intensiv das Training war und was für einen Sport du gemacht hast und wie gut du dich um deine Regeneration gekümmert hast, steigen die weißen Blutkörperchen dann wieder auf das normale Level an. Beim Gesundheitssportler ist das nicht so extrem, aber spielt auch eine Rolle. Aber beim Leistungssportler kann das schon sehr extrem sein. In Abhängigkeit von der Sportart, nach so einem Marathonlauf kann das über Wochen sein, dass die Immunzellen runterreguliert werden, bis sie sich wieder regenerieren. Nach dem Krafttraining kann das auch bis zu mehreren Tagen dauern. Und das beobachten wir ja ganz oft, dass die Leute sagen, ah, nach jedem Training werde ich krank. Hm. Ja. Man sollte da was dagegen tun, in den Grenzen, wo man es machen kann. Erstmal so ganz normale Maßnahmen wie nach dem Sport heiß duschen und dann gut abtrocknen, auch die Haare oder eben eine Haube aufsetzen. Käppi. Hm. Was dann, macht jetzt das heiß duschen? Du sagst es explizit, nicht kalt duschen beispielsweise. Ja, man kann auch wechselnd duschen, aber in erster Linie geht es ja darum, dass beim Sport, besonders auch in kalten Jahreszeiten, die Schleimhäute durch das Atmen auskühlen und andere Körperteile auskühlen und da dann eben eine besondere Eintrittspforte für diese Viren ist. Und das würde man erstmal durch ein warmes Duschen oder Baden, meistens ja Duschen, eigentlich realistisch Duschen nach dem Training, erstmal wieder kompensieren. Der Körper kommt wieder auf eine schöne hohe Temperatur. Die Schleimhäute, auch durch den Duschdampf, die Schleimhäute werden wieder befeuchtet und das ist mal so die erste Maßnahme. Dann aber eben nicht mit nassen Sachen rausgehen oder auch nicht mit geschwitzten Sachen rausgehen. Also gar nicht duschen und mit den schwitzigen Sportsachen rausgehen. Das ist ungut. Dann gehört Ernährung dazu. Also erstmal müssen ganz klar, klassisch die Energiespeicher aufgefüllt werden. Ein Immunsystem kann nur gut reagieren, wenn man auch gut gegessen hat. Und da haben wir eine ganz große Klientel, bei denen das nicht der Fall ist. Ich sage jetzt mal pauschal unsere Bikini-Mädchen, aber das gilt natürlich für alle, die sich dauerhaft in einer extrem guten Form befinden wollen oder sehr wenig Kalorien zu essen kriegen. Die sind besonders anfällig, weil sie schon mal nicht die Energiespeicher aufgefüllt haben und dass das also das ist die unbedingte Voraussetzung für ein gutes Immunsystem. Richtig viel und gut essen. Also angemessen. Dann geht es natürlich um Nährstoffspiegel. Wenn ich jetzt davon betroffen bin, dass ich wirklich nach jedem Training krank bin und dass ich das überhaupt gar nicht loskriege, dann muss ich mich mal damit auseinandersetzen, was ist mit meinen Nährstoffspiegeln. Es gibt die Methode 1, bei allen möglichst viel nehmen und hoffen, dass man keine Überdosierung hat. Das geht ja für fast alles. Vitamin D jetzt mal nicht. Das ist aber sehr wichtig in dem Falle. Und bei den anderen, wenn ich wirklich dauernd krank bin, dann muss ich halt mal das Geld investieren und muss an den richtigen Stellen die Nährstoffe messen lassen, wo denn ein Mangel vorliegt. Und das kann der normale Hausarzt nicht, weil der kann ja nur krank oder gesund, weil er es auch nicht gelernt hat, Gott bewahre, sondern da gibt es Nährstoffmediziner, das ist so orthomolekulare Medizin, das wird von der Schulmedizin immer ein bisschen komisch beäugt, aber das hat schon seine Berechtigung, gerade in diesem Bereich. Die wissen auch, wo man misst, ob man das im Serum, im Vollblut misst, ob zum Beispiel Jod im Urin, wo eben gemessen wird. Und dann wissen die auch, dass die Spiegel nicht im Normalbereich eingestellt werden sollen. Normalbereich ist nicht Optimalbereich. Die wissen dann auch, wo das Optimum ist. Das lohnt sich mal zu investieren. Das ist nicht billig, aber das lohnt sich auf jeden Fall zu investieren, wenn man dauernd krank ist und dadurch seine Trainingsleistung ja nie abrufen kann und damit auch nicht zum Ziel kommt. Ja. Jetzt würden die meisten wahrscheinlich sagen, Open-Window-Effekt, direkt nach dem Training tritt der ein. Vielleicht sollte ich da einfach voll draufklopfen mit Antioxidantien. Das ist ja so dieses Thema, was wir auch schon oft hatten. Keine Ahnung, Vitamin C, NAC, was Astaxanthin, was du da alles nehmen kannst für nach dem Training.
ist aber ja nicht der richtige Weg. Eigentlich ist es besser zu gucken, dass von allem, was da ist, genau, aber halt nicht zu dem Zeitpunkt akut einnehmen. Also oxidativer Stress, das spielt sicher eine Rolle bei dem Phänomen auch. Und im Leistungssport hat man zu viel freie Radikale, deswegen ist Q10, NAC auf jeden Fall eine gute Option für nach dem Training beim intensiv trainierenden Sportler. Es ist eine gute Option, aber das wird das Problem wahrscheinlich nicht vollständig lösen, weil das Problem an mehreren Stellen auftritt. Was eine wichtige Rolle spielt, ist meine Trainingshäufigkeit überdenken. Ist mein Trainingsplan so optimiert, dass der maximale Leistung bringt, nicht zu Kosten der Regeneration? Finde ich immer die Videos vom Gabi ganz hervorragend. Man kann sehr viel machen, aber man muss doch immer gucken, in welchem Verhältnis steht denn dann der Aufwand zu der Regenerationsfähigkeit. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann 100.000 Sätze machen, komme ich vielleicht auch zu irgendeinem Ziel, aber was ist auf Kosten der Regenerationsfähigkeit? Und die spielt hier bei diesem Open-Window-Effekt eben eine sehr große Rolle. Da muss man vielleicht auch mal jemanden über sein Trainingsprogramm gucken lassen. Dann sollte man alles... Meistens. Oh ja, meistens. Das wird ja total unterschätzt. Hartes Training ist immer wichtig, aber man muss es halt auch schlau einsetzen. Und da gibt es heute schon mehr Erkenntnisse, als man früher hatte. Dann gibt es auf jeden Fall diese normalen Hygieneregeln, die müssen eingehalten werden. Ganz besonders nicht mit den Fingern ins Gesicht, weil hauptbetroffen sind die Atemwege, also Nase, Mandeln bis zum Bronchien. Es gibt aber auch Leute, die mit Durchfall und Harnwegsinfekten reagieren. Aber so die Hauptgruppe ist halt oben rum, oberer Atembereich. Und deswegen nicht mit den Fingern ins Gesicht, weder in die Augen noch in die Nase noch in den Mund. Händehygiene ist ein Stiefkind bei uns. Gut. Und was man machen kann, also Menschenmassen, das ist ja mein Lieblingspunkt, Menschenmassen meiden, weil da ist natürlich die Infektanfälligkeit am höchsten. Und wenn ich in einer wichtigen Trainingsphase bin, dann gehe ich halt auf kein Konzert. Dann gehe ich halt nicht nach Möglichkeit. Außer mein Sponsor will, dass ich zu FIBO gehe. FIBO ist für mich immer der absolute Horror, was das angeht mit Infektionen. Da empfiehlt sich dann auch mal eine Nasendusche. Also wenn man Kontakt hatte zu Menschen, abends, bevor man, also wenn man nach Hause kommt, die Möglichkeit hat, Nasendusche, weil viele Keime bleiben erstmal in der Nase sitzen überhaupt, bevor sie weiter getransportiert werden. Und da kann man schon mal einen Großteil entfernen. Mhm. Auch bei Pollen gut, bei Allergien. Können wir eigentlich direkt weitergehen, weil das passt so genau in dieses Konstrukt. Hier schreibt jemand, naive Frage, aber was ist eigentlich genau gemeint, wenn man von Entzündungen spricht? Das ist überhaupt gar keine naive Frage, weil diese chronischen Entzündungen, die sind die Basis für alle unsere Zivilisationserkrankungen. Erstmal, was ist überhaupt eine Entzündung? Eine Entzündung ist was Positives. Die Entzündung, die unser Körper macht, ist ein Schutzmechanismus. Also, ich gehe jetzt in die Küche und mache meine Hähnchenbrust, theoretisch, und dabei schneide ich mich mit dem Küchenmesser in den Finger. Da habe ich einen kleinen blutenden Schnitt. Und wenn ich jetzt keine Entzündungsreaktion da kriegen würde, dann würde ich innerhalb von ein paar Tagen daran versterben. Man kann davon ausgehen, auf dem Hühnchen sind Bakterien und außerdem muss die Blutung gestillt werden. In eine Entzündung, da macht der Körper eine Immunreaktion an der Stelle. Da wird zum einen mehr Durchblutung, also es wird warm, rot, damit das Immunsystem, die Immunzellen besser hinkommen. Dann werden da Entzündungsfaktoren ausgeschüttet, dass das Immunsystem auch gut erarbeitet und dann wird da, falls Bakterien eingedrungen sind, werden die entfernt. Zeitgleich wird auch die Reparatur des Schnitts, also durch Hautheilung, durch das Immunsystem bei der Entzündung hervorgerufen. Das brauchen wir. In dem Zusammenhang auch Omega-6-Fettsäuren sind ja entzündungsfördernd, aber die sind essentiell. Man braucht Entzündungen im Körper, um eben solche Effekte zu haben. Man braucht nur keinen Überschuss. Also deswegen muss man auch keinen Überschuss an Omega-6 haben. Aber es ist essentiell, man kann sich auch nicht Omega-6-frei ernähren. So, jetzt, das ist das Gute. Problematisch wird es, wenn man eine chronische Entzündung kriegt. Chronische Entzündung kann man sich so vorstellen, das Immunsystem, was eigentlich was gut machen will, das wird nicht mehr wieder erstens vielleicht gar nicht hoch genug reguliert durch den eingedrungenen Keim. Und dann sagt der Körper, irgendwas stimmt bei mir nicht, aber ich finde es nicht. Also ich bin ständig so in so moderater Alarmbereitschaft, aber ich finde den Feind nicht.
Oder ich habe einen Feind, einen Eindringling, der das Immunsystem richtig hochfährt und wir kriegen es nicht mehr gedrosselt. Dann bleibt so eine Restentzündung immer. Also Epstein-Barr-Virus zum Beispiel, das kann man sich testen lassen, das macht oft solche Geschichten so mit chronischen Entzündungen. Und dann, diese chronischen Entzündungen können aber auch andere Ursachen haben, Übergewicht, Rauchen, Stress, schlechter Schlaf. Also Schlaf ist das A und O gegen chronische Entzündung, ist auch nicht, dass man sagen kann, naja, ich bin ja jung und ich bin ja motiviert und ich bin ja Macher, ich komme mit 5 Stunden Schlaf aus. Kommt man nicht. Es ist die Basis für chronische Entzündungen. Und diese chronischen Entzündungen, die machen dann Diabetes, die machen also Insulinresistenz und dann kommt es zum Diabetes, die machen Bluthochdruck und also all die Zivilisationserkrankungen. Evolutions-Krankheiten. Und wenn du Sportler bist, dann hast du halt ständig diese grippeähnlichen Symptome und deine Insulinresistenz ist schlecht, deine Regeneration ist schlecht, dein oxidativer Stress ist schlecht. Da wirst du nie wieder in dein optimales Leistungsspektrum kommen, wenn du eine dauerhafte Entzündung im Körper hast. Das ist Kacke. Das muss erkannt, beseitigt und vermieden werden. Also das Beste einfach mal so, wenn ich sowas habe oder meine festgestellt zu haben, mal komplett zurückfahren und die Faktoren alle ausbessern, die potenziell dazu beitragen könnten, dass solche chronischen Entzündungen gebildet werden. Ja. Also es einfach mal komplett runterfahren, dass der Körper sich erholen kann und dann von neu starten mit besserem Rhythmus, mit einem besseren System, mit einem besseren Ansatz. Ernährung, antientzündliche Ernährung ist ganz wichtig. Und man kann ja auch ein paar Blutparameter schon mal messen. Also zum Beispiel das CRP. Da messen die ja immer so grob. Da muss man das Hochsensitive nehmen. Das ist nicht immer erhöht bei einer Entzündung, aber wenn das erhöht ist, hat man schon mal eine Idee, dass da was im Körper irgendwie verrutscht ist. Dann ist ganz wichtig der Tumor, der große Faktor Alpha, weil das ist der, der die Hirn-Nebennierenachse negativ beeinflusst. Da kommt es dann zu vermehrtem Stress. Dann kommt es zu Verschiebung der Geschlechtshormone. Das wollen wir im Sport ja auch gar nicht haben. Und ja, doch, meint ihr schon, aber halt in eine andere Richtung. Ja, genau, also kontrolliert. Dann gibt es noch das Interferon Gamma. Und das ist das, was diese, wenn du dich ständig krank fühlst, dieses Gefühl macht. Also ich fühle mich ständig krank. Ich hab ständig Grippe, aber ich habe keine. Also ich fühle mich nur so. Und solche Sachen, die kann man natürlich messen. Insulinempfindlichkeit wäre ein ganz wichtiger Marker. Also man kann entweder den HOMA-Index messen, nüchtern Glucose, nüchtern Insulin oder nur Insulin. Wenn das Insulin über 4 ist, dann ist schon nicht mehr gut. Und wenn es über 9 geht, dann sind wir schon in Teufelsküche. Mhm. Und da würden einige von unseren Klienten mal ganz gut tun, mal so ein Insulin messen zu lassen. In Wirklichkeit ist es ja so, ich kann natürlich vieles messen und dann kann ich sagen, oh, jetzt habe ich gesehen, das geht mir schlecht. Oder ich kann diese Maßnahmen, die antientzündlich sind, schon im Vorhinein in mein Leben einbauen. Eine antientzündliche Ernährung ist das A und O im Sport. Also wer das heute noch nicht umsetzt, sorry, aber das ist basic. Die Darmgesundheit, alles, was man da weiß man noch nicht viel, aber das bisschen, was man weiß, muss man umsetzen. Da fallen dann wieder die Ballaststoffe drunter, die richtigen. Da fallen alles andere, was man für den Darm tun kann, Lecithin, Darmbarriere, alles Mögliche drunter. Also dieses ganze Feld, Schlaf, Ernährung, Regeneration, Stress, das sind mal die Hauptpunkte, an denen man selber mit Lebensstilmodifikationen alles in Ordnung bringen kann. Und dann kann man immer noch messen, ist denn da jetzt was verrutscht? So würde ich vorgehen. Freunde, es geht sofort weiter für euch mit dem Gannikus Podcast. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mit dem Code PODCAST spart ihr 10% auf alle unsere Supplements im Gannikus Shop. Bedeutet, ihr bekommt immer den besten Kurs auf Top-Produkte und unterstützt außerdem noch ganz automatisch dieses Format hier. Kommen wir nach dem ganzen Fachlichen jetzt zur Bauchtanzeinlage von Lisa zurück.
Okay. Weil das wollte hier noch jemand wissen. Ich hatte dich das auch gefragt. Du warst ja vor Ort beim Invictus Cup. Ja. Und da war explizit die Frage, was sagst du zur Platzierung von Markus Hoppe? Markus ist Vierter geworden, auch immer noch on the hunt for his Pro Card sozusagen. Was sagst du dazu? Wie hast du das gesehen, wenn du es live betrachtet hast? Ja, also erstmal muss man ja dazu sagen, der Invictus Cup ist ja eine Regional Show, bei der ja dabei sein alles ist. Also du musst da oben stehen, um weiter überhaupt machen zu dürfen. Da erwartet niemand von dir, dass du deine Bestform bringst. Außer vielleicht die Social-Media-Leute, die dann die Fotos machen. Aber sonst würde ja niemand von dir erwarten, dass du da deine Bestform hast. Und das waren echt, als die Schwergewichter da aufgelaufen sind, habe ich mir den Markus angeguckt und dachte ich, boah, gute Form, echt gute Form. Also da gab es nichts zu bemängeln. Der Markus hat wirklich die Form gut gebracht an dem Tag. Gibt es nichts zu bemängeln. Kommen wir gleich zum Problem. Also problematisch ist, wenn er seinen Bauch nicht die ganze Zeit unter Kontrolle hat. Das ist natürlich bei vielen Athleten so, aber das muss man hier ganz besonders sagen. Auch wenn man die Posen wechselt, von einer in die andere geht, muss der Bauch drin bleiben. Und das muss man üben. Hilft halt nichts. Manche Leute haben das Gott gegeben, andere Leute müssen dafür schwer üben. Und das wäre auch mein zweiter Kritikpunkt. Das Posing, also die Posen, die dauern mir zu lange. Das sieht man übrigens auch in seinen Videos. Bis eine Pose fertig ist. Wenn die fertig ist, ist die okay, alles gut. Aber wenn ich 3-4 Mal in 4 Schritten korrigieren muss, bis alles sitzt, jetzt überlegt euch die Kampfrichter, die sitzen da unten, Fünfervergleich. Und jetzt machen, wir sind ja nicht beim Synchronschwimmen, wo dann alle gleichzeitig ihre Arme heben und in die Pose gehen. Das geht ja drunter und drüber. So, jetzt guckst du da die Fünfer an und dann guckst du, wer fertig in der Pose steht oder, ja, jetzt hast du aber einen, der korrigiert noch 3-4 Mal die Pose. Du hast aber schon hingeguckt und bist beim nächsten. Da musst du wirklich Glück haben, dass der Kampfrichter oder alle Kampfrichter dann in dem Moment, wo du jetzt dann deine Pose fertig hast und die dann auch gut aussieht, dann aber nochmal hinschauen. Sonst haben sie dich vorher gesehen, wo es noch nicht optimal war. Und das finde ich, ich bin ja, wie gesagt, der Ausführungs... Nazi. Ja, gut. Würde ich nicht dulden bei meinem Athleten. Wenn ich Einfluss hätte. Bei manchen geht es halt. Aber er kann es ja. Es dauert nur zu lange. Und das sind die Dinge, die ich halt bemängelt hätte, weil von der Form her hat er, also ich fand jetzt gegen die anderen, die 3, die vor ihm waren, war er von der Form her der Beste. Okay, also würdest du echt sagen, wenn Markus die Präsentation verbessert, da ist ja beides drin, einmal schneller die Posen stellen, einmal den Bauch drin behalten, dann gewinnt er so einen Wettkampf? An diesem Tag, Peter Beers war ja noch da, der hat an dem Tag, der hat 3,5 Wochen Diät gemacht, der war ja auch nicht fertig. Also, so wie die alle an dem Tag da gestanden haben, ja. Ja. Der gewonnen hat, muss ich zu meiner Schande gestehen, den hatte ich nicht auf dem Schirm, kannte ich nicht. Aber als der so reinkam, das ist ja so typischer Kampfrichter-Style, du guckst einmal drüber, wo bleibt dein Auge hängen, ist tatsächlich mein Auge auf ihm hängen geblieben. Jetzt habe ich nicht werten müssen und war nur zum... Ich habe dann natürlich nach Markus geguckt, weil der mich persönlich interessiert, weil ich mag ihn sehr gerne. Aber so beim ersten Drüberschauen ist mein Blick gleich an die... Sascha hieß der, glaube ich, Gutwillinger. Gutwillinger. Hängen geblieben. Hm? Gutwillinger, ja. Ja, genau. Weil der sah schon auch beeindruckend aus. Der war so relativ rund, hat schon auch so 1-2 Schwächen gehabt, aber es sah schon so aus, dass das der Blick hängen geblieben ist. Und deswegen finde ich, kann man das vertreten, dass der gewonnen hat. Ja, kann man vertreten. Ich hätte jetzt den Markus von der Form her, ich hätte ihn nicht Vierter werden lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich nicht gemacht. Also hätte ich nicht gemacht. Vielleicht ein bisschen weiter vor. Wäre machbar gewesen. Keinerlei Fehlurteil, geht alles in Ordnung, so wie es ist. Aber so nach meinen persönlichen Vorlieben, ich meine, hat er doch diesen breiten Rahmen und Beine sind auch noch da und also hätte ich... Beine sind auch noch da, tust du, als ob der Markus 65 wäre. Markus ist ja auch als Nein, nein, nein. Oder so. Nein, nein, nein.
Aber da waren ja welche, wo jetzt weniger Beine waren. Ja, also Markus hat richtig gute Beine. Deswegen. Von hinten muss er sie wahrscheinlich immer noch ein bisschen verbessern, aber er hat daran gearbeitet, definitiv. Ja. Ich meine, Beine waren auch noch da im Vergleich zu denen, die vor ihm platziert waren. Mhm. Ja, ja. Hast du ihm gesagt, dass es die Präsentation ist, die ihm da so ein bisschen den Stock in die Speichen schmeißt? Na, wir haben nicht gesprochen. Also wenn er mich gefragt hat, ich dränge mich ja nicht auf. Also wir haben nicht gesprochen, ich habe ihn nicht gesehen danach, aber wenn er mich gefragt hätte, hätte ich es ihm genauso gesagt. In dem Fall drängen jetzt die Follower dich ihm auf. Also er kommt jetzt nicht drum rum, aber das ist ja gut. Wenn ja, also ich finde halt, und Markus schon auch angeguckt haben, was jetzt da das Problem war. Ich finde es halt so extrem schade. Also das tut mir so im Herzen weh. Und deswegen zwinge ich, habe ich ja meine Leute immer gezwungen, so viel zu posen, dass denen, statt Cardio, lass die posen, aber nur mit Korrektur. Es bringt ja nichts, wenn die das, und ich bin wirklich böse beim Posing. Kannst du mal meinen Dennis fragen? Mir braucht er so Zeug nicht schicken. Das kommentarlos, da antworte ich gar nicht auf die Videos. Nein. Ja, es ist halt vor allem deshalb ärgerlich, weil muskulär ist alles da. Du hast so relativ wenige Schwächen. Du hast dafür gearbeitet, dass du eben auf dem Muskelniveau bist, dass du so hart bist, wie du bist. Und der Rest ist ja eigentlich bloß Fleiß. Es ist ja bloß Fleiß unter Anleitung irgendwo. Bloß Fleiß, es ist ja natürlich hardcore, das zu üben. Und du musst auch jemanden haben, der es sieht. Also ich kenne auch Coaches, die denken, ihre Athleten stehen gut. Hm. Ja, und aber ich sehe das auch. Also ich bin jetzt kein so ein Oberfetischist, kein Obernazi, aber wenn ich das angucke, auch so ein Tonio Burton, der macht das gut. Also der steht sofort in der Pose. Der macht eine Back Double Biceps, der muss nicht irgendwie großartig nach oben und dann achtmal irgendwie korrigieren und zusammenschieben. Das macht zack, zack und dann steht der. Mhm. Und dann steht der die Pose auch lange. Und dann kannst du sagen, Kampfrichter, guck mal her. Ich bin als Erster drin und ich gehe als Letzter raus. Mhm. Kannst gucken, wann du möchtest. Ich bin da. Ja, und das hat sich ja so ein bisschen auch bei den Amateuren so durchgesetzt. Die verwechseln immer diese Einzelpräsentation mit, wo der Athlet sich Zeit lässt und nur seine Stärken zeigt und so. Leute, bevor ihr nicht so bekannt seid, dass jeder weiß, wie toll ihr aussieht, müsst ihr zügig und lange in den Posen stehen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wenn ich einmal Ronnie Coleman bin, da kann ich auch mal eine Pose ganz auslassen. Wahrscheinlich kriege ich die Eins auf dem Zettel. Aber solange ich diesen Punkt nicht habe, da muss sowas, das darf zumindest keinen Einfluss auf meine Platzierung haben. So weit muss es stehen und das ist Arbeit. Ja, also ich meine, ich habe mit dem Kampfrichter gesprochen. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich habe ja nicht mit den Kampfrichtern gesprochen. Vielleicht hatten die ja ganz andere Einwände. Vielleicht hat ihnen ja was anderes nicht gefallen, aber ich fand jetzt nichts, das zwar groß an ihm auszusetzen gegeben hätte. Ja, ich finde das immer spannend, weil da gucken sich dann die Amateurathleten oftmals was Falsches ab. Also jetzt nicht Markus. Ich glaube, Markus muss mehr üben einfach und dann läuft das auch. Ja, aber die genau. Gucken sich dann so, die gucken sich dann von einem Phil Heath irgendwie ab, der absichtlich auch im Vergleich langsam macht und sagt, ich bin hier der Chef. Genau. Ihr wartet, bis ich fertig bin und dann guckt ihr alle auf mich. Aber genau. Wenn du irgendwie Hans Wurst bist aus dem Zillertal, dann interessiert niemand, ob du halt am Schluss dann noch nicht fertig bist. Dann bist du halt nicht fertig und das wird halt dann auf den Scoring-Cards auch so vermerkt. Genauso ist quasi. Es. Ja, genau. Wenn du viel Heath bist, dann bist du der Chef, wie du sagst. Wir warten gerne, weil wir wollen es ja sehen. Ja, aber ihr seid noch nicht so weit, dass wir es sehen wollen. Wir müssen erst mehrfach sehen, um zu sehen, okay, das möchte man wirklich öfter angucken. Ja. Und dann ist auch diese Selbstsicherheit nicht das mal angebracht, aber halt erst, wenn ihr bekannt seid und nicht vorher. Ja. Ja, sonst wird man vielleicht mal übersehen. Und dann hat einer gut abgedrückt, also der beste Freund oder der Coach, der drückt dann in dem Moment ab, wo du die Pose richtig hast. Und dann heißt dann, jetzt guck mal, ich habe doch super ausgesehen, jetzt haben die das nicht bewertet. Die Blinden. Mhm. Aber vielleicht hast du es auf der Bühne nur in dem Moment gezeigt, wo der gerade abgedrückt hat, weil der nur auf dich geguckt hat und die Judges hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, das optimal zu sehen. Also das sind Sachen, die kann man vermeiden. Mhm. Wie fandest du den Wettkampf allgemein? War gut, oder? War gute Stimmung, habe ich gehört. Die Stimmung war brutal. Ich konnte also wirklich Hut ab. Da
das Publikum, das war ja ausverkauft, die sind mitgegangen, aber es ist natürlich in erster Linie, muss man jetzt mal sagen, den Auftritten auch von den ganzen Profis, die mit dem Samson dann gemeinsam geprost haben, das war schon ein richtiges Highlight, sowas zu sehen. Die haben alle da oben gestanden, haben da voll Gas gegeben, auch der Samson, der ist ein total netter, umgänglicher Mensch, geduldig mit jedem ein Foto gemacht, hat sich ins Publikum gesetzt, hat dann bis zum Schluss bei jedem noch bei der Kür applaudiert, ist sogar noch geblieben, bis die Wellnessmädels dran waren. Also so ein Gast da, den kann man sich echt nur wünschen. Ich habe uns auch ein Date ausgemacht, habe ich ja gesagt, gell? Mhm. Also du meinst ein Date für dich? Nein, für uns. Ich habe für uns eins ausgemacht. Und Martina hat gesagt, sie möchte unbedingt ein englisches Interview mit Samson Dowder führen. Nein, da hast du was, wie ist meine Bezeichnung? Die ist nicht der, deine? Meine Bezeichnung? Wing Woman. Mhm. Da steht nichts vom Mikro. Okay. Da ja, aber ist ja gut, hat er sich bereit erklärt, rein theoretisch. Also das ist ja super, ja, super pflegeleicht, so als Athlet. Ja. Wenn du überlegst, der kann ja dieses Jahr Mr. Olympia werden. Genau, so. Das habe ich gesagt. Du kannst dieses Jahr Mr. Olympia werden und ich hätte so gerne noch mit dir ein Interview gemacht, bevor es soweit ist, damit wir dich noch haben, bevor es soweit ist. Mhm. Und die Marlena, die hat dann gleich gesagt, da, dann wendest du dich an uns und dann kommt der vorbei bei Meet and Greet, weil ich habe gesagt, wir haben letztes Mal keine Chance gehabt, da war ja so ein Stau. Hat sie gesagt, dann kommst du zu mir und dann das ist safe. Das Gute ist, dich vergisst man nicht. Ja, wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen, weil sie ja im Moment sein Coach ist, was das Problem ist, wenn eine Frau und dann B, nochmal die eigene Frau, da das Coaching übernimmt, wenn du von einem berühmten Coach gekommen bist, mit welchen Vorurteilen und welchen Vorverurteilungen deine Form dann belastet wird und dass das wahrscheinlich dann keine gute Idee ist, egal wie gut du es machst. Dadurch sind wir auf eine gemeinsame Gesprächsbasis gekommen. Ja, du kannst es ruhig mal sagen, dass der Samson so ein bodenständiger Athlet ist, dass er fast Tränen in den Augen bekommt, wenn du ihm sagst, dass er der nächste Mr. Olympia werden kann. Ja. Wahrscheinlich auch irgendwann wird. Das hat er so gar nicht selbst auf dem Schirm, dass er so gut ist, wie er ist. Nein, ich habe dann seine Hand gehalten und dann habe ich gesagt, ja, also du wirst ja der, also voraussichtlich wirst du der nächste Mr. Olympia und wir hätten gerne vorher ein Interview. Und jetzt guckt so und dann wird es hier so glasig und dann, ja, wirklich, denkst du das? Und da danke, super danke. Ja, das hat er ja nicht zum ersten Mal gehört, also bitte. Aber also wirklich sowas von umgänglich, das habe ich seltenst beim Gast da. Egal, was der gekostet hat, der war sein Geld mehr als wert. Hast du einen Rückencheck gemacht? Rückenfaltenkniff? Das brauchte ich nicht, weil ich habe es schon vorher gesehen an der Form, dass da ist wahrscheinlich schon ziemlich was reingeflogen war nach dem letzten Wettkampf. Da hätte es wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich der Finger hätte nicht mehr gereicht als Zwinge, sondern hättest du irgendwie wirklich Material anwenden müssen, um da noch reinzukommen in die Rückenfalte. Ja, ab einem gewissen Maß an Hautfalte wird es dann halt auch ungenau, da erspare ich das dann. Ja, also hat gut gegessen, der Samson, habe ich rausgehört. Mhm. Invictus Cup ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, um die Folge abzuschließen, weil wir haben tatsächlich alle Fragen beantwortet und am Donnerstag sitzt an deiner Stelle hier im virtuellen Aufnahmezimmer der Max hier als Gast, um unter anderem wahrscheinlich über den Invictus Cup zu sprechen. Da ja, frage ich immer, wie ist das so aus Veranstaltersicht? Ja. Und was der Samson gekostet hat, werde ich ihn da fragen. Ich hatte ja vorher nochmal, als es publik geworden ist, dann habe ich gesagt, na, da habt ihr ja Glück gehabt, dass ihr den gebucht habt, bevor er Mr. Olympia geworden ist. Ja. Mhm. Also Max, kannst dich vorbereiten, die Frage kommt, Budget für Samson Dowder. Das ist bestimmt spannend. Und so wie ich den Max kenne, wird das auch sagen. Ja, außer er darf nicht sagen von Samson aus, weiß man ja nicht, der Preis ist. Das hat den Max auch schon das ein oder andere Mal nicht davon abgehalten, das nicht doch zu tun, glaube ich. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Folge. Ja, bestimmt. Und die Folge hier war auch spannend. Deswegen an der Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit, Martina. Ja, gerne. Ja, wir haben ja in knapp 2 Wochen den nächsten Termin drin noch für eine weitere Q&A-Folge mit mehr Potenzial für Fragen als heute noch. Du kannst doch nicht schon in 2 Wochen schon wieder eine Folge mit mir machen. Du weißt doch, das will keiner. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie scheint das die Community dann doch zu wollen, weil die Zahlen sprechen ja für sich. Aber danke für deine Unterstützung.
Ja, sehr gerne. Und was die Leute ja immer nicht sehen, sind die Audiozahlen. Also das Podcast-Thema auf YouTube, das ist ja eigentlich bloß ein Nice-to-have, so ein Gimmick, dass man noch Gesichter sehen kann, wenn man es denn möchte. Ich sag's ganz ehrlich, ich würde es mir nicht angucken, weil ich sitze halt so irgendwie gefühlt 2 Stunden da und gucke irgendwie Martina an und sie redet, aber da bewegt sich ja auch nicht so viel außer der Mund. Also ja, ich verstehe, manche Leute wollen dann auch mal sehen, wie sieht der Mensch aus, wenn man ihn nicht kennt, wenn man jetzt irgendwie drauf aufmerksam wird, aber die meisten hören es halt einfach auf Spotify an. Da gibt es einen Podcast übrigens auch und dementsprechend sind auch die Zahlen. Also Leute, die irgendwie kommentieren, die Leute wollen es nicht sehen. Das ist generell schon mal falsch, weil es stimmt schon mal bei den YouTube-Zahlen auch nicht. Aber ihr seht doch die Spotify-Zahlen gar nicht. Ihr könnt euch doch gar keine endgültige Aussage darüber erlauben. Solltet es dementsprechend auch nicht machen. Und wenn doch, dann zeigt doch bitte mal euer Gesicht. Ist doch kein Problem, wir können doch konstruktiv diskutieren. Ja. Und ich lasse mich ja auch eines Besseren belehren. Und ihr könnt euch sicher sein, ich würde das jetzt auch nicht so häufig bringen mit der Martina, wenn es die Leute nicht unbedingt sehen wollen würden, weil ich glaube, es ist schon so durchgedrungen. Wir haben Handynummern ausgetauscht und wir können uns auch privat unterhalten. Und das machen wir auch häufig. Wir müssen jetzt nicht die Kamera draufhalten. Das machen wir wirklich bloß für euch da draußen. Und das wollt ihr ja auch haben. Und die, die es nicht haben wollen, die gucken halt jetzt die Folge mit dem Max. Ja. Oder auch die Folge mit dem Tim, die bald rauskommen wird. Ja, also es gibt auf jeden Fall außer mir tatsächlich richtige Promis, die hierher kommen, hochkarätige Gäste und spannende Talks. Ja, und nichtsdestotrotz freue ich mich schon auf den Dreh in 2 Wochen. Ich auch. Und in diesem Sinne war es das mit dem Recap zur Arnold Classic South America 2024 und ein paar Zuschauerfragen hier im Garnicus Podcast. Macht's gut da draußen, bleibt gesund und lasst euch von Negativität nicht so runterziehen, vor allem, wenn sie anonym ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.